goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Na guten Tag an alle. Moin moin, grüßt euch. Kurz mal ein bisschen sächsisch. Sayuri, vielen Dank für dein Like. Schön, dass du immer noch da bist. Das freut mich. Ich begrüße natürlich euch alle recht herzlich. Lang hat's gedauert mit einem Stream. Ist es soweit? Ich hoffe, ihr habt den Spaß. Habe ich was verpasst? Wieso hast du was verpasst? Oh, was sollst du verpasst haben? Nein, das ist nicht RLO. Ich sag auch gleich noch was dazu. Weil immer mal wieder welche Fragen. Ja. Ich bin jetzt auf einem anderen Server. Und der heißt Countyside. Dort sind auch ganz viele Freunde mittlerweile, die ich kennengelernt habe, die letzten doch schon anderthalb Jahre. Ihr eigenes Projekt haben sie gestartet. Ich würde sagen, wie es sich gehört, als Stahlmann beim LAPD gelandet. Servus, Käsekuchen. Die Nelly immer wieder frech. So, ganz kurz der Anschnitt bezüglich RLO. Nein, ich bin nicht mehr auf RLO. Ja, wie soll ich das sagen? Es gibt halt nun mal dann doch schon so gute Zeiten und gibt natürlich schlechte Zeiten. Das ist nicht nur beim Zocken so, das ist auch mein Leben so. Kennt, denke ich mal, jeder. Wenn man eine schlechte Note schreibt in der Schule beispielsweise und dann mal wieder eine gute, das sind schlechte und gute Zeiten, ne? Deshalb war es immer so, dass es von einer der beiden Seiten nicht mehr gepasst hat. Deswegen bin ich RLO. Und mehr gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja.
Und jetzt irgendwie jetzt schlecht zu reden, also das auf gar keinen Fall. Es waren wirklich auch sehr schöne Zeiten auf Erlo. Bin dafür auch doch schon dankbar, was das Ganze angeht. Darf man auch nicht vergessen. Genau. Ja. Zu der Person hier bleibt natürlich Stahlmann. Das war schon auf der X so, auf RLO. Und das ist auch auf Countyside so. Christian Stahlmann lebt weiter. Und auch bei der Polizei. Danke für das Abo. Jo. Die Projektleitung hat mich gefragt. Ich habe geantwortet mit Ja. Ich bin auf Countyside Chief of Police, damit das schon mal jeder weiß. Ah, okay. Jetzt hat auch der Chat schon nachgefragt. An meiner Seite steht der André Fuchs, der liebe Knampf. Der hat auch die letzten Tage sehr viel Arbeit geleistet. Dahingehend auch nochmal liebe Grüße an dich, falls du auch zuschaust gerade. Super Arbeit mit dir. Er ist Commander und denke mal, viele kennen ihn auch. Rico Amonte, auch bei der Projektleitung. Der ist Sheriff. Countyside. Er ist sozusagen gleichgestellt mit dem Commander. Jo, da würde ich einfach sagen, legen wir mal los. Siehst du, wir müssen uns melden. Falsche Taste. Ah, wenn man jahrelang woanders spielt. So, erstmal hier anmelden. Zack. Zentrale. Was mache ich denn heute? Jetzt hat's. Ja, wie ihr seht, Kontrollzentrum. Da kann ich jetzt auch schauen, wer wo gerade im Einsatz ist. Wenn sich natürlich die Kollegen auch ordnungsgemäß ab- und anmelden, ja, dann sieht man das natürlich hier in dem Kontrollzentrum. Das Ganze hier ist sozusagen das MTD. Da kann ich dann auch später Kennzeichen überprüfen, ob die zugelassen, angemeldet sind, etc. pp. Ja, das PD kennt ihr ja, denke ich mal, auch alle schon. Spiele ich noch auf AX? Ich könnte auf AX spielen. Sagen wir es mal so. Die Zeit, Leute, die Zeit. Das ist so ein schwerwiegender Punkt. Lincoln 1818. Ja. Yes, Servus, Ganz vor Lincoln Lieutenant. 18. So. Das ist Lieutenant Keen gerade, den ich da sehe. Ach, ich bin doch doof. Das ist doch. Ah, mein Auto steht da schon draußen. Abgeparkt. Gut, zu. Da steht er. Sagen, eine Runde Crown Vic, das muss sein. Ach Gott. Okay, Fahrzeug vom Kollegen. So. Was schreibt er denn? Hat der Service ein Mindestalter? Ja. Also der Server hat aktuell ab 17 darf man sich, kann man sich gerne bewerben. Bei countyside.net. Ob das nochmal geändert wird, kann ich jetzt nicht sagen. Ob das geht. Mal nach oben. Das kann ich euch leider nicht versprechen. Also das weiß ich wirklich nicht. Ja, danke, Ronja. Ich habe dich auch sehr vermisst, das muss ich mal so sagen. Jo. Achso, Monster Supra. Kurz zu deiner Frage, heißt das nie wieder Nixon und Cruiser? Das ist ehrlicherweise, ich sag mal so, kein Ja und kein Nein, weil Nixon spielt auch auf diesem. Er hat auch schon einmal gestreamt. Ich weiß nicht, wer das schon mal sich angeschaut hat. Das ist jetzt, glaube ich, ungefähr 1,5 Wochen her, würde ich mal so sagen. Da war schon der Nixon drauf. Mal schauen, ob er sich auch noch beim PD bewirbt. Und vielleicht gibt es ja dann auch, ja, doch eine gemeinsame Streife. Schauen wir mal. Genau. So. Habe jetzt ein bisschen noch an den Einstellungen gearbeitet. Falls
was zu laut, zu leise ist, dann einfach mal in den Chat schreiben. Spätestens meine liebe Moderatorin. Ich dann später nach dem Stream Kenntnis setzen. Ich muss nämlich einiges noch ein bisschen abändern hier. 5M ist dann doch schon ein bisschen ressourcenlastig und deswegen habe ich bei den Streaming-Einstellungen einiges geändert bzw. ändern müssen. Ich spiele auch mit einer Grafikmod, die natürlich auch nochmal ein bisschen mehr ressourcenfressend ist. Deswegen bei Ruckeln oder ähnliches einfach mal reinschreiben. Miss Impossible wird sich das notieren. Dann nach dem Stream auf mich zukommen. Genau. Ja, zu County Side ist LA Setting. Da links sieht man sogar schon was ganz Besonderes. Das gibt es auch nicht überall. Das ist der Staples Center, das berühmte. Wo die beiden NBA Basketballclubs, das sind glaube ich die LA Lakers und Clippers. Die spielen dort in diesem Stadion. Sieht sehr originalgetreu aus und vor allem, es leuchtet schön. Ja. Ronja, warum habe ich dich vermisst? Das liegt auf der Hand, du bist frech. Das habe ich vermisst. Ach ja. Bisschen. Ja, wie gesagt, das kann durchaus sein. Ich habe was an den Soundeinstellungen auch geändert, weil ich hier das letzte Update los hat irgendwie alles geschossen. Also meine Stimme war auf einmal leiser, meine Lautsprecher waren auf einmal leiser. Ich weiß gar nicht wo. Ja, falls es zu laut ist. Fabian Rothe, wo spiele ich? Auf County Side. Rechts oben ist das, glaube ich, sogar. Steht countyside.net. Da spielen einige Freunde hier. Ich jetzt schon ja, doch halb Jahre kennen. Genau. Und das ist jetzt sozusagen meine neue Herausforderung. Ja, Timo, Hallöchen, schön, dass du zuschaust. Ich bin. Ich schalte mal kurz hier. Das konnte man doch dort sehen. Da. Berufe. Dies. Chief. Genau. Bankkonto zeigen wir uns mal lieber nicht, ne? Und. Ja, wie gesagt, er. Leider nicht mehr. Sagt, es gibt schlechte Zeiten. Das hat dann einfach dann nicht mehr gepasst. Genau, aber wie gesagt, ich will überhaupt nicht schlecht reden bei LO. Zum gar nicht. Was? Du hast gemeckert? Was? Wo? Wer hat gemeckert über mich? Ach ja. Ja, falls ihr irgendwas Spezielles sehen wollt. Wie viele Spieler spielen da normalerweise? Das ist unterschiedlich. Also gerade, wir können mal schauen. 17. Geht mal ganz rüber hier. Jetzt gerade mal 17. Ich denke mal, es werden noch ein bisschen mehr werden jetzt über den Abend. Aber es sind schon 30 auf jeden Fall drin. Genau. Ja, also der Server an sich ist schon sehr gut aufgebaut, muss ich sagen. Geben sich sehr viel Mühe. Die Projektleitung. Hat auch noch an dem Forum gearbeitet. Ist ordentlich. Ja, du. Das ist schwierig. Fahren und. Du weißt schon, ne? ja. Genau. Gut. Genau, Jan. Danke. Jan ist auch einer aus der Projektleitung übrigens. Hast du genau richtig geschrieben. Also, wie man sieht, der entwickelt sich schon sehr gut. So, wie ich schon sehe, ein bisschen FPS habe ich schon.
Schauen. Ibrahim, grüß dich, schönen Abend. Wünsche ich dir. So, ich würde mal sagen, die erste Station wird jetzt einfach mal das Autohaus sein. Jetzt kann ich euch nämlich mal zeigen, das ist ein bisschen anders als auf anderen Servern. Finde ich sehr schön gemacht. Übrigens, hier gilt keine 5- oder 3-Sekunden-Regel oder rechts vor links direkt, also rechts vor links schon. Allerdings einmal stehen bleiben, gucken, dann weiterfahren. Genau. So. So, und das sind wir schon. Ob er da ist überhaupt. Kurze Kontrolle. So. Schauen wir mal. Ja, das ist hier das Autohaus, wo ihr seid. Sieht so danach aus. Showroom ist auch leer. Oh, was haben wir denn da? Ein Weihnachtsbaum. Sehr schön. Steht im, glaube ich, auch. Welchen PC habe ich, Timo? Also ich habe einen Intel 10900K. Also der Prozessor ist schon sehr gut. Darüber läuft auch der Stream aktuell, weil das der Haken. Aufgrund der Na genau. Aufgrund der teuren Grafikkartenpreise habe ich eine RTX 2060 Super. Die stößt durch die Grafikmod alles und 5M ein bisschen an ihre Grenzen. Deswegen kann ich das nicht den Stream auch mal über die Grafikkarte laufen lassen. Sonst würde es überall extrem ruckeln. Wenn jetzt mal so kleine Ruckler sind, dann liegt es an der Grafikkarte und beziehungsweise ich müsste dann die Grafik mal rausnehmen. Aber es sieht dann natürlich nicht ganz so toll aus, weil ich sag mal so, gerade das Fahrzeug hier, sich da anschaut, das sieht schon echt hübsch aus. Muss man mal so sagen. Genau. Ja, und dann ansonsten noch HyperX Arbeitsspeicher, 32 GB. Nee, One Lincoln 64 1234 bei sogar. Postleitzahl Quatsch. 39 in Palito Bayern Parkplatz. Ja, ich weiß nicht, was du jetzt noch genau wissen willst, Timo. Ansonsten einfach mal fragen. Wenn ich es lese. Ach, jemand. Schön, dass du auch da bist. Grüß dich. Genau. Ja, wie gesagt, das LAPD ist jetzt auch so ein bisschen im Aufbau. Wir hatten gestern am Samstag die erste etwas größere Besprechung mit allen Officern. Da haben wir uns auch vorgestellt. Gerade auch mein Commander und eine Person. Sind wir auch noch so ein bisschen ein paar Dinge durchgegangen, die es jetzt zu beachten gilt. X steht dann noch einmal eine Auffrischung für alle Officer. Theorie-Teil an. Genau. So, jetzt haben wir den. Okay. Lincoln 2 meldet, Traffic Stop bei der 750. Lincoln 18 respawning. So. So, der Herr, ich hätte gerne einmal Personalausweis, Führerschein gesehen. Ja, Krise. So, was haben wir denn da? Ach, herrje, er hat ein schönes Kennzeichen. Daniel. Gott. Gott, oh Gott, oh Gut, du Gott. musst Leute am Telefon abmühlen. Ah, das Telefon hat gerade Ja, es war deine keine Frau, Priorität. deswegen. Ja. Ich habe sie eben dabei erwischt, wie sie mit ihrem Fahrzeug ein Wheelie gezogen haben. Das was war natürlich unbeabsichtigt, ich habe vergessen, dass das Wandling, der dein Traffic Wagen Stop beendet. bedenklich, war. So, dass das schauen wir mal kurz. Aha, falsch unbeabsichtigt das denn war, weil natürlich. sie es Jo. mehrfach So, provoziert haben, Fahrzeug. so wie ich es an der Ampel gesehen habe. Gehen wir mal ein. V, I, Ich bin ehrlich, ich habe Y, wirklich vergessen. J. Es
681. So. Sie müssen aber selber wissen, wie Sie Ihr Fahrzeug unter Fahrzeug zugelassen auf einen Daniel Roth. Das weiß ich schon, aber das in diesem Moment war einfach. Wollt schnell weg? So. Ich muss mal eben in meine Datenbank reingucken, ob sie irgendwelche Einträge haben. Bleiben sie mal eben auf dem Fahrersitz sitzen. Ja, kein Problem. Was ist denn da los? Hallo, Herr Stahlmann. Oh, wer redet mit mir? Fahrer? Ich bin's, Herr Roth. Aha, ah, grüß dich, hallo. Was haben wir denn falsch gemacht? Ganz vergessen, dass der hier Wheelies kann. Ach so. Wenn er da angefahren und... Ja, ja, ist es ein Allrad, Heckantrieb, Vorderradantrieb? Heckantrieb. Naja. Naja, ich sag nichts dazu. So, was ist denn da drüben los? Wie gesagt, Sie planen das jetzt noch ewig vorzuführen oder sind Sie bald fertig? Was ist hier los? So lange wie es dauert. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich Outdoor-Yoga. Stand hier, Outdoor-Yoga. Sie können gerne mitmachen. Zwei Herren kamen an und meinten jetzt hier Outdoor-Yoga. Oh, danke für das Abo, vielen Dank. Was passt hier gerade? Waren Sie nicht vorhin zu dritt sogar? Ah, ja, das ist so gut. War doch noch irgendwo eine Dame dabei, ja? Dann hat er Energie. Wie, dieser Pullover kommt mir sehr bekannt vor. Vom Gesicht her. Wirklich? Vielleicht aus dem Fernsehen? So viele Leute. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Mein Name ist Christian. Alter. Christian Steifen. Aha, okay, alles klar. Gut, wir hatten schon mal miteinander zu tun. Alles klar. Ja, ich würde Sie dann bitten, so langsam aber sicher einfach vom Streifenwagen so ein bisschen. Also Sie können gerne hier drüben in eine Parkbucht oder so gehen. Können es da machen. Also ich muss ja so sagen, sie gefährden sich, ne? Also gerade wenn hier doch mal jemand einparken möchte und sie eventuell leicht touchiert, genau dann fallen sie um, wie so ein Baum. Hier ist die Energie am stärksten. Wir können nicht. Mario, grüß dich. Wollen sie ja, Mario ist zum Beispiel ein PD-Kollege. Schauen Sie mal, da drüben ist ein wunderschöner Park, gut? Da ist sogar Wasser und so. Da passt mal die Energie gerade nicht. Hallo, passt Tom. Die Energie nicht. Ja, wie gesagt, also... Ich hätte da einen geheimen Tipp für eine ganze Menge Energie. Okay. Crazy, ja, ich habe da Taser. Ein kleines Problem mit Tibi Street. Das habe ich jetzt nicht geschafft Energie umzustellen. Das ist ja nur. Ich habe gestern und heute vor dem Stream dann auch ein bisschen daran gearbeitet, dass ich 5M gut zu laufen kriege. Kann ich hier leider Stream her. Deswegen habe ich Tibi Stream erstmal außen vor gelassen. Yoga-Stunde oder wie? Ja. Scheinbar. Oh Gott, wie sehen Sie denn aus? Ich. Ja. Wieso? Also bei mir sind sie ziemlich blutverschmiert. Also ich bei mir sehe ich ganz dann normal mal um aus. Für Sie, ja? okay. Alles klar. Wenn es so ist, dann ist es so. Aber ich habe heute auch schon oft gehört, dass ich so aussehe, Herr Stahlmann. Ja, einen schönen Abend wünsche ich Ihnen dann noch, ja? Haben Sie jetzt Angst, weil ich so aussehe? Habe ich schon Tee gemacht, was? Ah, ordnungsgemäß zugeschlossen. Sehr gut. Das lobe ich mir. Kollege? Jo. Eventuell mal einen Psychologietest durchführen lassen. Ja, da bin ich auch schon am Überlegen, aber. Haben Sie nicht gehört, die Energie scheint hier wundertoll zu sein. Ich glaube, die zwei Herren, die haben sich ein bisschen was eingepfiffen. Hm? Ja, das könnte durchaus sein. Alles klar. Ja, also du hast es eh unter Kontrolle, ne? Ich fahr mal weiter meine naja, Runden. Naja, also ich glaube nicht, dass man das irgendwie unter Kontrolle kriegen kann, die zwei. Aber ich pass auf, sagen wir es so, ja. Ja, sehr gut. Oh mein Gott. Mal kurz die Frage, mein Mikro, ist das zu laut? Bin ich zu laut? Oder wie ist das gerade? Ja, das frage ich mich auch, wann halt mal was unter Kontrolle hat. Stimmt das?
Ja, das kann ich euch zeigen, gerne. Mache ich gleich. Ich werde jetzt mal fix bei Max anhalten. Halbband spielt halb dort. Halb spielt schon länger als ich hier, muss ich jetzt mal so dazu sagen. Ich kann es gar nicht genau sagen, wann. Aber ich würde sagen, ungefähr ein halbes Jahr auf jeden Fall später. Wie ihr seht, er ist auch auf diesem Server. Das ist ja das, was ich meinte. Viele spielen hier drauf, die ich kennengelernt habe die letzten anderthalb Jahre. Weiteres Feature links, gerade über der Karte sieht man, wer den Dienst angetreten hat. Er wird sich bestimmt noch gleich nochmal im Funk melden. So. Mal, was essen wir denn? Takeout. Denn? Dann, ne? Wir nehmen mal vier Stück mit. So. Geht's. Twenty-one-ten-eight, gibt es eine Streifeneinteilung? Ja, einmal bitte das Count übernehmen. Danke. Dann. Ja, verstanden. Zacki. Du. Nicht, dass ich jetzt hier Werbung machen will, ne? Also so ist es nicht. Ich trinke auch gerade was anderes. Es ist eine schwarze Dose mit bisschen Bronzefarben drauf. Ginger ist drin. Sehr lecker, das Energy. So. Ja, dann sagen, zeige ich jetzt nochmal das Krankenhaus. Streife machen. So. Mir sagt einmal gucken. Dann können wir losfahren. So. Burger King gibt es auch. Allerdings noch nicht auf, hat noch geschlossen. Aktuell wegen Renovierung wahrscheinlich. Gott, was ist denn hier los, ey? Gott, oh Gott, oh Gott. Lincoln AT mit einer Anfrage. Habt ihr das unter Kontrolle am Hauptplatz? Ja, die Person ist jetzt kurz vorm Streifenwagen zusammengebrochen. Gott. Wir klären es gerade ab, ob medizinische Hilfe gebraucht wird. Oh Gott. Ach nee, stimmt. Das Krankenhaus ist, glaube ich, noch in Arbeit, soweit ich weiß. Ach nee, Quatsch, nee, das Krankenhaus ist ja ganz woanders. Ich bin doof. Ach Leute, wenn man was anderes gewohnt ist, ne? Ja, wir fahren zum Krankenhaus. Und dann kann ich euch noch die Mechanikerwerkstatt zeigen. Ich zeige euch zuerst die Mechanikerwerkstatt, weil das ist immer näher dran. So. Ja, den Polizeishop zeige ich euch dann auch noch auf jeden Fall. Du meinst wahrscheinlich das Police Department. Das kann ich euch natürlich zeigen. Und, die Fahrzeuge. Zu den Fahrzeugen kann ich schon mal so viel sagen. Es sind nur Fahrzeuge, Fahrzeugbestand, die auch wirklich in LE gefahren werden. So viel sei dahingestellt, also sprich Stahlmanns Honda Civic gibt es dann leider nicht, auch wenn ich den vielleicht doch gern hätte. So, das hier ist die Mechanikerwerkstatt. Auch ein bisschen anders als sonst. Finde ich auch ganz hübsch. Vielen Dank für das Abo. Wer auch immer das war, ich schaue wie gesagt nochmal nach, was da bei Tippy Stream ist. Was ist da? Im Argen, aber wie gesagt, solange der Stream jetzt heute erstmal läuft, habe ich eine Baustelle weniger. Und dann kommt als nächstes Tippy Stream versprochen. Ob ich jetzt Donations reinmache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau.
schauen wir mal. Was ist denn mit dem los? Junge. Durchdrehen. Bleib mal ruhig und entspannt hier. Immer huben. Also sag immer. So, das Hospital. Ich bin jetzt mal so frech, ja. Park hier. Bam. So. Krankenhaus. Ich denke mal, es kennen einige. Ist auch auf einem anderen Server. An dem Beruf wird, glaube ich, auch noch aktuell gearbeitet. Ah, seht ihr. Kann sich hier behandeln lassen. Ansonsten glaube ich. Auf jeden Fall ein hübsches Krankenhaus. Also mir gefällt es auf jeden Fall. So. Hätten wir das schon mal gearbeitet. Jetzt muss ich mal schauen. Jetzt mal hier ein wieder. Angurten, ne? So. Dann. So. Dann nehme ich. 3 Stück sogar, ja. Da ist das Fire Department. Genau, also. Fahren wir mal kurz zum Fire Department. Die Fahrzeuge muss man natürlich auch anmelden und registrieren lassen. Logischerweise hier. Das ist dann hier links drüben in dem Gebäude. Fahrzeuge vom LAPD natürlich nicht. Ist natürlich klar, ja. Staatliche Fahrzeuge. Die Kosten werden vom Steuerzahler bezahlt. Logisch, ne? Brian, das haben die auf jeden Fall vor, natürlich. Natürlich, natürlich. Aktuell, wie gesagt, macht es das Fire Department. Die Behandlungen etc. pp. Aber danach dann in baldiger Zukunft das sicherlich dann anders werden. So. Ja, hier ist auf jeden Fall eine der 3 Fire Stations. Hier sogar, ich glaube, County ist noch eins. Das sieht träumen. Sieht, ich würde so behaupten, doch schick aus. Guckt, ob sogar jemand im Dienst ist. Jawohl, Fire Department ist im Dienst, Autohändler auch, Mechaniker auch. Sehr schön, das lobe ich mir. Gut, ihr wolltet die Polizeistation sehen. Das können wir. Lincoln 18, 1019, Mission OPD. So, wir könnten dann nämlich gleich mal ein neues Fahrzeug kaufen. Racy, vielen Dank für die Nachfrage. Mir geht's sehr gut. Ja doch. Hab lange nicht mehr gestreamt. Vor allem auch nicht das. AP. Und das lag an vielen Gründen. Privat hatte ich sehr viel zu tun. Hat sich auch einiges verändert im positiven Sinne. Und ja, ich brauchte einfach auch mal ein bisschen so Pause vom Gaming her und so ein bisschen mal sagen in dieser Öffentlichkeit. Und jetzt habe ich aber wieder voll Bock und Lust drauf und ich denke auch mal, dass ich jetzt des Öfteren gerade auf 5M streamen werde. Und natürlich County Side ist klar. So. Hab ich ein Zuhause? Das ist die Irrenanstalt. Sag mal, geht das schon wieder los? Eine Gummizelle. Aha, du musst es ja wissen, oder was, hä? Ich glaub's ja nicht, du. Jetzt wird man hier in seinen eigenen Chat getisst, ey. Schöner Aston Martin. Der Hauptplatz kennt man sicherlich auch. Bei so anderen so.
Info. Zack. Ja, so, Police Department. Wer es noch nicht gesehen hat, auch schön LAPD zu sehen. Sehr gut. So. Genau. Garage. Packen wir mal die Hütte ein. Zack. So. Dann beginnen wir mal Zeugshop. Fahrzeugshop. So. Wie ihr seht, es ist schön unterteilt in LASD, also Sheriff Department. Da gibt es den Tahoe, dann noch ein Tahoe, also sprich der neue und der alte Tahoe. Dann den Explorer, wunderschön. Natürlich der legendäre Crown Vic. Bearcat. Ja. Der Charger als Highway Patrol. Der CHP. Tahoe, Explorer. Explorer. Ja. Rick. Charger. Das Auto. Uiuiui. Explorer. Explorer. Ja. Dieser Crown Vic zum Beispiel darf auch nicht jeder fahren. Ja. Also sprich Offiziere. Das heißt ab Rang Sergeant. Darf den fahren. Dann haben wir noch LAPD. Das sind an sich fast immer die gleichen Fahrzeuge. Es kommen demnächst auch noch neue dazu, soweit ich weiß. Das haben wir nicht gesehen. Das haben wir auch nicht gesehen. Was es noch gibt, das ist der Tesla. Der fährt auch in echt in Los Angeles. Sprich, ein Elektrofahrzeug brauche ich tanken. Ist natürlich auch schnell. Das schnellste Fahrzeug sein. Ja, dann haben wir, wie gesagt, den Unmarked Explorer. Bei Unmarked kommt noch deutlich mehr. Dann haben wir noch SQ. So, er läuft dagegen. Schön. Genau. So, was habe ich sonst noch verpasst? Eigentlich. Servus, hallo. Ja, wunderschön. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ich wollte nur fragen, wegen den Kennzeichen. Ja. Wo kann man sich das Geld nochmal abholen? Hast du jetzt Kennzeichen gekauft, oder? Ja, wir haben jetzt Kennzeichen. 25 Verkehrsanhaltung vor dem LAPD okay. Headquarter. Ich bräuchte eine zweite Einheit. Ich wollte fragen, wo ich mir das abholen kann. Ja. Zweite Einheit ist schon vor Ort. Was hast du bezahlt? Eine dritte schadet nicht. Wir haben zusammen die Kennzeichen gekauft. Insgesamt 26.000. Es waren insgesamt 13 Kennzeichen. Also wie viel hast du bezahlt? 26.000 haben wir bezahlt. 26.000? 26.000, ja. Okay, das merke ich mir vor, das würde ich nochmal kurz mit der Regierung durchgehen. Ja, das waren insgesamt 13 Kennzeichen. Okay, gut, dann kommst du am besten morgen nochmal auf mich zu, spätestens. Ja? Jo, alles gut. Alles klar, danke dir. Kurz vor Streifeneinteilung, weil ich gehe zum Dienst. Ein Kollege, das müsste der McFinn sein, der ist im County, könnte es noch mal mit hier in LA bleiben. Okay, ja, passt. So. Hallo Simon Schmidt, grüß dich, schön, dass du da bist. Benjamin, moin. Dass alle reinschaut. Ja, ich bin ein alter Mann, das stimmt. Alt, gebrechlich. So, Waffenkammer. Ja, was haben wir denn da alles Schönes? Na, wir haben eine Kampfpistole. Vieles Pumpgun, Karabinergewehr. Sehr gut. So. Ach ja, siehste. Noch gerade im Stream geschaut. Jetzt ist er im Dienst. So. Munition nachfüllen. Oh, Objekt entfernen. Genau. Dann haben wir hier noch unsere Analyseweise. Sprich, bei Raubüberfällen oder bei Schusswechseln können wir nach Patronenhülsen suchen und dann hier anschauen, wenigen zuordnen, wem die gehört. Wie gesagt, das PD ist eigentlich bekannt,
So, hier steht unser Weihnachtsbaum. Für die Fortnite. Genau. So, mein Büro, wie gesagt, da kommt auch noch nicht jeder rein. Klar habe ich sogar nur ich. Die Regierung. Ich glaube, mein Commander kommt da noch nicht rein. Ich jetzt mal vorschlagen. Ich habe nämlich jetzt drei Fahrzeuge. Ich könnte täusche, werde ich mir den Charger kaufen. Charger. Da hatte ich den schon. Jetzt bin ich überfordert. Barsch öffnen. Ah, er fehlt noch. Taurus habe ich noch. Fällt mir nicht ganz. Charger ist doch was Feines. So. Barsch öffnen. Charger. Zack. Jetzt auch noch das Kennzeichen ändern. Und zwar haben wir auch eingeführt, dass die Kennzeichen, ich zoome jetzt mal ein bisschen näher ran, CA exempt zum Beispiel steht da drauf. Das bedeutet, dass die Zeuge dem Staat gehören, nichts anderes, und dass die vom Steuerzahler bezahlt werden. Ja, kannst du mal kurz schreien, wenn du was gesagt hast? Jetzt? Ja, besser. Ich kann mich im Tablet nicht mehr umtragen, ich stehe überhaupt nicht drin. Warte mal. Hast du bei Dispatch schon mal reingeschaut? Ich habe mich jetzt gerade nochmal extra 10-8 gemeldet, aber ich werde immer noch nicht angezeigt, ne? Bei Dispatch und kannst du zentral nicht schauen, oder? Nee, ich habe mich ganz normal nur 10-8 gemeldet. Im Tablet nochmal und ich werde trotzdem unter Zentrale nicht angezeigt, dass ich mich sozusagen ins Einzelgebiet. Ah, du bist ja im Dienst, ne? Ja. Dann probier sonst nochmal beim Dispatch außer Dienst zu gehen und wieder in den Dienst gehen, eventuell. Vielleicht klappt das. Ja. Nein, wird immer nicht angezeigt. Schade. Soll ich die Regierung mal holen und fragen? Oder? Das könntest du durchaus mal tun. Anfragen. Vielleicht ja. Kann dir da jemand helfen, genau. Ja, passt, danke. So. So. Das ist das Radar. Übrigens. Linken 90, aktuell auf Abruf verfügbar. Achso, siehst du, ich wollte das Kennzeichen noch ändern. Ach, Mensch, da hat er mich gleich wieder aus der Fassung gebracht, der Kollege. So, Kennzeichen. Kennzeichen. So, genau, die Kennzeichen vom LAPD sind siebenstellig. Zahlen. Oh, überlegen wir uns mal. Eine 6. Die 8. Linken Tour hat hier eine rote Supra mit Schubabschaltung. So, anwenden. Zack. Traffic Stop bei der 755. Linken 18, wollen Sie responden oder soll ich? Ja, die Frage ist, ob er das allein schafft oder nicht. Warte mal. Da brauche ich gerne Unterstützung. Ja, gut, dann Zukunft vielleicht sonst einfach mal mit Code 4 bestätigen, dass er dann keine Hilfe benötigt. So, genau. Code 4 heißt nämlich dann. Zweiteres, als dass alles unter Kontrolle ist und dann auch keine weitere Unterstützung benötigt. So, die Extras müssen wir gleich noch machen bei dem Fahrzeug. Ich muss einfach ins Tuning gehen. Das werde ich aus Prinzip nicht beachten. Oh. Was sehe ich nicht? Was sehe ich denn schon wieder nicht? blind und grau und alt. Nur klar, ich bin alt. Was denkt denn ihr denn? Eieiei. Ich bin schon kurz vor der Rente. Kurz vor der Rente stehe ich. Oh, Leute, ey. Ehrlich. Ja, wie gesagt, na, wenn ich vor allem gerade mal ein bisschen fahre, ist ein bisschen schwer mit Lesen, wie man gerade eben gesehen hat, ne?
Ja. Aber ich hab's trotzdem gelesen. Linken Tuch gemeldet, an Herr Stone ohne Führerschein bei der Postleitzahl 755. Ich wollte eine zweite Einheit. Wo genau sind Sie? Postleitzahl 755. Lincoln A-Team responding. So, der Herr Stone, den kenne ich leider schon aufgrund der letzten Tage. Denn da hat er nämlich auch schon nicht den Führerschein gehabt. Leider Gottes. So, ich lese dann gleich mal weiter, Chat. Ja, ich lese dann gleich mal die ganzen Nachrichten vorher. Was ist denn der? Wo genau bist du denn da? Bei McDonald's direkt. Ach, super. Ja, ich sag doch gleich bei McDonald's. Oh mein Gott. Guten Tag. Ja, bevor Sie aber ein Fahrzeug führen, müssen Sie doch wissen, ob Sie einen Führerschein dabei haben. Ich dachte, ich habe noch einen. Ich hab's gerade selbst gewundert. Das war der Herr? Herr Stone. Der Herr Stone. Ja, ich habe anscheinend keinen Führerschein mehr. Herr Stone, das ist aber nicht das erste Mal. Kann das sein? Nein. Wüsste ich nicht. Also, auf jeden Fall sind öfter die Begegnung. Ja. Und auch andererseits, ne? Wenn ich mich dunkel erinnere, hatten wir nicht mal eine Verfolgungsjagd festgenommen worden? Ja, da bin ich gut gefahren. Genau, und da wurde Ihnen der Führerschein entzogen. Ja, danach hatte ich ihn wieder gemacht. Also. Und jetzt habe ich angeblich keinen. Also, ich weiß nicht, das bezweifle ich jetzt zwar ein bisschen. Sie haben den jetzt dann nochmal gemacht, sozusagen. Also, ich habe direkt angehalten, ich habe ausgepackt, ich bin wieder her. Der Kollege hat mich rausgefunden, wissen Sie, ich hätte auch abhauen können. Aber ich wusste, ich dachte, alles in Ordnung, ich habe Führerschein, ich habe alles. Bei mir ist nichts falsch. Er meinte, ich hatte Anti-Lag an, beziehungsweise Ding ins Auspuffklappen offen, hatte ich. Also wenn Sie Führerschein haben, dann zeigen Sie mir doch einfach nochmal vor. Ja, ich habe keinen anscheinend. Ich habe es selber gesehen. Dann. Okay. Und deswegen wollte ich, dass wir jetzt... entgegenkommen, alle miteinander. Wann haben Sie den Führerschein gemacht, wenn ich fragen darf? Das müsste gestern gewesen sein. Gestern. Aber scheinbar habe ich ihn nicht, von dem her. Ja. Ja, das, ich weiß. Aber dann lassen, dann kommen wir uns doch alle entgegen und suchen keinen Stress miteinander. Bleiben wir freundlich. Wir suchen generell keinen Stress. Ja, das sind wir sowieso eigentlich nicht, ne? Ja, dann mache ich jetzt den Führerschein einfach schnell. Der Kollege muss mir noch das Fahrzeug runterfahren, weil ich sonst kann ich mir den Führerschein nicht mehr leisten. Weil ich habe wirklich noch Geld. Das ist wirklich komisch. Also fahren ohne Führerschein, wissen Sie, denke ich mal, was Ihnen da eventuell blühen könnte? Ich weiß, was mir da blüht, aber ich wusste es ja nicht. Und außerdem bin ich ja direkt angehalten. Ich habe ja nur 5 Meter. Ja, Kollege, was hat er sonst noch jetzt veranstaltet? Also, er meinte, ich hätte Anti-Lag. Ich habe es gehört. Also ich sag's mal so, bei der Verfolgung hatte ich das damals auch gehört, deswegen habe ich es auch mehrmals orten können. Ja, richtig. Ja, ich gehört, dass das illegal ist, dann habe ich es gelassen, weil die Strafe will ich mir nochmal leisten. Also ich sag's mal so, wenn sie das wirklich ausgemacht haben sollten, und das war jetzt trotzdem zu hören, dann müssen sie eventuell sich mal bei der Regierung melden. Nee, es war nicht von mir. Okay. Zu 100%. Also wie gesagt, diesbezüglich, ansonsten müssten wir mal mit der Regierung Rücksprache halten, ob es da zu Problemen führen könnte, was das angeht. Ja,
wie gesagt, ich habe nichts mehr. Aber dann lass es uns doch friedlich klären. Ehrlich, ich komme Ihnen doch jetzt so entgegen, bin so freundlich. Und jetzt wollen Sie mich in Habs stecken. Das fände ich jetzt schon irgendwie blöd. Das ist eigentlich nur Gleichberechtigung gegenüber jeden. Ja, Gleichberechtigung, jeden anderen Zivilisten, aber ne? Die anderen würden ohne Führerschein abholen. Und ich wusste ja nicht mal, dass ich keinen habe. Das ist alles in Ordnung. Fahr rechts ran. So, linken 25 ja, für linken 90 kommen. Kollege durfte mich sogar durchsuchen von meiner Seite aus. 25 wird. Können wir auch mein Auto nochmal durchsuchen. Die Person wird jetzt einmal vom Fire Department ins Krankenhaus verbracht. Ja. Eure Entscheidung. Herr Keen, was haben wir jetzt geldtechnisch an Strafe? Wir hätten jetzt eigentlich nur das Anti-Lag, aber das fällt ja weg. Vielleicht gibt es da Probleme bezüglich. Ja. Und halt, das war nur noch Fahrerlaubnis. Müsste ich nochmal reingucken in den Katalog, was es dafür gibt, alles. Weil ja, es dafür eigentlich Monate. Eine Haftstrafe gibt. Ja, richtig, 10 richtig. Monate gibt's dafür. Ja. Aber ich hatte 10 Monate, ich bitte Sie. Bin gerade aufgewacht. Ja, fahren ohne gültige Führerschein. Ja, 10 Monate, ja. Das wäre doch jetzt halt ein guter Deal, ein vernünftiger Tag für uns alle. Oder? Das muss der Kollege neben mir entscheiden, weil der höher steht von mir. Richtig. Ja, also ich tue mich da ehrlicherweise ein bisschen schwer. Ja, okay. Fahren ohne Lizenz wäre nochmal $5,000. Oh, dann. Ich hab gar kein Geld mehr. Ich kann mir nur einen Führerschein leisten. So, was haben Sie denn an Geld? Ja, 5K auf Bank und bin im Minus im Bar. Haben Sie keinen anständigen Beruf, dass Sie sich nichts mehr leisten können, oder? Nein, für Traffic Stop bei der Postleitzahl 752 mit einem gliedernen BMW. Ja. Brauchen Sie eine weitere Einheit? Außerdem war die super negativ, danke. Ja, man kann sich natürlich auch nur so viel leisten, wie man auch hat, ne? Und wenn man dann sich eine Supra kauft und man merkt, man hat nicht mehr viel Geld, dann hätte man vielleicht ein bisschen sparen sollen. Ja, oder sie fahren einfach anständig. Wie gesagt, die Verfolgung letztens gefahren. War nicht von schlechten Eltern, ja. Deswegen bin ich dazu geneigt, dass aber sie... ja. Gut. Ja. Winkeltour einmal bitte festnehmen. Ja, also wie gesagt, aufgrund der Vorstrafe nichts anderes übrig bleiben, einmal dass sie... Welche Vorstrafe? Einmal bitte an die Wand stellen, der Herr. Bei der Verfolgungsjagd. Hä, da wurde ich doch geschnappt. Ja, richtig. Da haben sie gesessen, würde ich mal sagen. Ist das schon öfter? Ja, genau deswegen. Ja, aber jetzt ja, ich bitte einmal an die Wand stellen und die Hände hochheben. Sehr gut. So. Sie haben das Recht. Ich rufe den Mechaniker. Alles, was Sie sagen kann und vor Gericht gegen Sie verwendet werden, Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzuzuziehen. Ich glaube, das müssen Sie sich keinen Verteidiger leisten können. Wird Ihnen einer gestellt, aber oh. Leider keinen im Start. Können wir kurz das mit dem Auto noch schnell machen, bevor Sie mich einbuchen? Das wird der Kollege machen. Kommen Sie mit. Na, er muss mir runterfahren, sonst kann ich mir nicht mehr leisten. Das kostet 5.000, wenn ich beim Abbruch abhole. Ein Karl. So. Gut. Jetzt haben wir sogar mal ein bisschen Zeit, dass ich mal was lese hier. 30 Zuschauer. Das ist ein schöner. Das könnte dem alten Mann nicht schaden. Ja, vielen Dank, Käsekuchen, Nelly. Wunderschön. Lieb von dir. Oh, danke für das Abo. Vielen Dank. One Link 90 Traffic Stop Band. Link to. Ein Internet. 1090 Mission Road PD. Eieieiei. So, dann warten wir mal. Mal gucken, ob sich jemand meldet. Denn ich muss ehrlicherweise gestehen, ich glaube ihm nicht so ganz, weil hättet ihr die Verfolgung letztens miterlebt, müsstet ihr den gerade festgenommen haben.
So, da fährt gerade ein Kollege vorbei. Ist sogar Detective. Ja. Bambusleitung und so, davon bin ich zum Glück befreit, was das angeht. Ah, da kommt ja schon der Mechaniker. Sehr schön. Super. Uff. Was hat denn der an? Entschuldigung, die Arbeitskamera hat ein bisschen geklemmt. Ja, sie sehen noch sehr merkwürdig aus. Sind sie ein Zombie? Nein, ich hatte gerade noch einen Freund. Okay, ich würde einfach mal beiseite fahren. Dann können sie hinten. Sehr gut. So. Gut, Mechaniker da, wie ihr seht. Mechaniker Fahrzeug. Sehr schick. So. Gut, also war schon inhaftiert daher. Sehr schön. Oh weh, was haben wir denn da? Ein Mercedes. Tiefer gelegt. Hübsch, oder? Oh weh. Irgendwas tun, damit diese Kopflose da wegfährt. Ja, wir warten einfach mal, bis grün wird. Mal gucken, ob er dann fährt. Och, zum Beispiel ist er auf. Ja, das kann natürlich sein, dass der Herr ohne Führerschein das Auto noch abgeschlossen hat. Hey Oliver, grüß dich. Mir geht's sehr gut. Noch nicht durchsucht gehabt? Nee, weil er den nicht aufschließen wollte. Ach so, okay. Der Mechaniker wird gleich aufschließen. Ja. Sehr ich gut. Hab jetzt hier schon mein Ding. Welcher Muskel war denn eigentlich der Kofferraum? K-Muskel. Ach K, okay. Muss aber direkt am Kofferraum stehen. Ja, ja, das kenne ich. Das kenne ich. Oh, Blaulicht, Hoyerswerda. Schön. Das ist auch aus. Alles safe? Sehr gut. Okay, super. Hat er noch irgendwas gesagt, der Herr da? Er hat Strafminderungen wollte er haben, aber ich sage ja. Da nichts. Ich sage mal so, wenn er wirklich einen Führerschein gemacht hat, ich kann auch nochmal die Regierung einen Anschluss fragen nach dem Dienst, ob da Probleme kommt. Also ja, er hat sich in mehrere Situationen verstrickt, ne? Ja, eben. Ich habe auch schon mehrfach die Erfahrung mit ihm gesammelt. Der Käsekuchen, der haust du etwa auch ab, oder was? Was ist denn los mit euch? ich komm gleich zu dir. Da braucht aber ein bisschen. Ja, dann, wir sehen uns. Jo, good job. Gut, bleibst du gerade noch hier? Ja, ich bleib noch hier. Sehr gut, danke dir. Single 18 back to Nate. Ja genau, wie gesagt, rechts oben das Radar und mit Kennzeichenerkennung. Front und Heck. Kameras gibt's natürlich auch echt mittlerweile. 25 für Lincoln 18. Lincoln 18 hört. Ja, Frage, soll ich eventuell auf den Highway wechseln? Wir sind derzeit sehr viele Stadteinheiten. Ja, 10-4, so genehmigt. 10-4, danke. Eieiei. So.
Wollen wir jetzt zum Tunen mal kurz kommen? Deutsch. Das ist ein Dalot. Wie war meine letzte Woche? Ja, also ich sag's mal so, letzte Woche hatte ich Mitte der Woche Feiertag. Haben nicht viele, ne? Also Mittwoch war Feiertag, letzte Woche in Sachsen, zum B-Tag. Einziges Bundesland in Deutschland. Direkt am Hauptplatz, ein verunfalltes Fahrzeug. Code 4 oder wird Hilfe benötigt? Soweit negativ. Ich helfe mir einmal das Fire Department. Ja, dann wo? Genau, ansonsten, ja. Ja. Arbeit gehabt. Gerade Freitag war dann doch ein langer Tag für mich gewesen. Guter Start zum Wochenende. Oh, was haben wir denn da? Hm. Schön. Was haben wir denn überhaupt hier? 10 Grad. Ah, der nächste Kollege im Dienst. Genau, da musste ich dann doch. War ich denn zu Hause? Ich glaube 19 Uhr irgendwas war ich dann mal zu Hause gewesen. 7 angefangen. So. Ganz entspannt und schön. Ja. So. Mechaniker technisch ist auch noch ein bisschen im Aufbau. Wir als Cops können selber tunen und haben auch Rabatt. So. Genau. Reifenrauch, ne? Das wäre natürlich optimal für uns. Als Vorbild. Boah. Xenon-Scheinwerfer, das kann man schon machen. So, Reifen. So brauche ich. Bremsen. Zack. Getrieben. Zack. Brauchen wir nicht ein. Gibt's für das Fahrzeug. So, die Panzerung ist noch wichtig. Fertig. Kaufen. Zack. So, hätten wir das erstmal getuned. Jetzt müssen wir schauen. So, da haben wir doch. Was? Es lädt? Probleme? Geht das denn wieder? Ich hoffe doch. Hallo? Sehr gut, danke fürs Schreiben. Was, naja. Was war denn los? Also an sich, von den FPS her und alles, war alles mal komisch. Weiß. So. Genau, wollt ihr sonst noch irgendwas sehen? Gerade jetzt am ersten Tag. Ich könnte noch erzählen, es gibt noch eine Biker Gang. Ist natürlich auch alles erstmal noch Aufbau, klar. So ein bisschen wachsen. Die Kriminalität muss noch ein wenig steigen. Damit wir ausreichend zu tun haben. Und. Ja. Jetzt hat es schon ein bisschen schneller, der Wagen. Okay. Ja, das gibt's ab und zu mal irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob das nur an deiner Barmesale liegt, aber ab und zu mal muss man, glaube ich, wirklich neu laden. Wer weiß warum. Ich
gar nicht, was da los war. So. Ja, es gibt natürlich auch mal ruhige Tage und stressige Tage, auch hier. Heute scheinbar momentan eher ein ruhiger Tag. Letztens hat man 2 Stunden lang nur mit Verfolgungen zu tun. Also nicht bloß der Herr, den wir gerade eben schon ohne Führerschein erwischt haben, war jemand anderes am Werk. Hat sich gleich zweimal. Ist so negativ. Vor. Komm her. So. Und eins regelt. Bist du eigentlich aus einer. Olli, was? Was? Was hast du da geschrieben? Ne, ich bin immer auf RLO. Also, das ist die Frage, aber gerade eben. Nein. Bin nicht, nicht mehr. Ja, also wie gesagt, ich werde euch garantiert auch in dieser Zeit mal ein bisschen einbinden, was wir genau machen sollen, ob LAPD, Sheriff oder Highway Patrol mal zu fahren wäre. Überlegung ist natürlich auch, ob man mal eine Ausbildung das Alter. Was ist denn das schon wieder? Ist das denn sein Ernst? Ingen AT mit einer Anhaltung am Hauptplatz. Er nimmt schon die Hände hoch. Wir können eine weitere Einheit benötigen. Linken 90 in der Nähe. Können Sie meinen Namen erwähnen? Bitte? Ob Sie meinen Namen erwähnen können im Funk? Wieso? Ja, weil dann fühle ich mich berühmt. Tun Sie mir den Gefallen. Wie heißen Sie denn? Also, eigentlich könnten Sie mich ja meinen Klamotten erkennen. Jetzt sagen Sie nicht, Sie sind der Herr Stone. Nein, das sage ich jetzt mal nicht. Ah, noch einer. Ein wunderschön. Ja. Ich bin gerade freigekommen. Ich nehme an, das Fahrzeug ist auch gestohlen, ne? Das war geliehen. Das. Geliehen? Das darf man fahren. Okay. Kollege, das ist der Herr Stone, der wurde gerade eben von Herrn Keen für 10 Monate in den Knast eingebuchtet. Wegen Fahren und Führerschein. Gerade eben da oben das Fahrzeug, habe ich gesehen. Ist er ausgestiegen und hier runtergerannt. Ja, das ist garantiert nicht angemeldet. Richtig, Supra ist weg. Warum? Das bedeutet, Sie sind wieder ohne Führerschein gefahren und Sie haben auch noch ein Auto geklaut. Das nenne ich nochmal eine Einbuchtung, leider Gottes. Gut, dann einmal bitte Hände hoch und den Rücken zu meinem Kollegen. Das ist frech. Nein, das ist nicht frech. Sie sind leider wieder erwischt worden. Weil sie da vorne ein bisschen merkwürdig gefahren sind. Sind sie mir aufgefallen. Richtig, ja. Geschickter anstellen, das ist das Wort. Keiner abholen kann, wirklich keiner. Und ich laufe nichts in die Stadt. Das ist klar. Das ist allerdings nicht unser Problem, leider. Ja, richtig. Gut, also wie gesagt, mit dem Rücken zum Kollegen, er nimmt sie fest. Auch mit. Schauen Sie, wir sind jetzt eigentlich quitt, Sie haben uns super weggekommen. Schauen wir mal oben nach dem Fahrzeug. Eieieiei. Wer ist denn da oben schon wieder? Stecker?
So. Ja, ja, ich sag dazu nichts. Gut, beschlagen wir mal das Fahrzeug. Fahrzeug in Aktion, beschlagnahmen. Genau, aus dem Knast wieder im Knast. Gut, Fahrzeug ist gestohlen. Kein Fahrzeug in der Nähe. Okay, ich sehe es nie. Nein. Ist weg. Hier oben finden Schlägereien statt. Hey, was ist denn da? Brauchst du eine weitere Einheit? Hallo? Was ist hier los? Hi. LDPD? Was haben Sie gerade gemacht? Ich halte mich hier raus. Gecampelt, alles gut. So gecampelt. Warum hat der Herr dann ein Pfeilchen da im Auge? Das Kollegen, schon, bitte um Rückantwort. Findet da gerade eine Schlägerei statt? Code 4. Ja, wo ist meine Brille hin? Ja, wo ist Ihre Brille hin? Ich würde erstmal bitte einmal die Ausweise von Ihnen sehen wollen. Erstmal von der Dame bitte. Die Schlägerei ist Code 4. Frau Maria Lockenhaar. Genau. Mission Rapidi mit einem Suspect in Custody. Okay, so, der Herr. Kommst du soweit zurecht? Jawohl. Okay, passt. Dann begebe ich mich mal. Da. Herr Steifen, gut. Wollen Sie mal, das notiere ich mir mal die Namen. Okay. Soll ich noch unterschreiben? So. Ne, Sie müssen nicht nur unterschreiben. Die Frage ist, möchte jemand eine Anzeige erstatten? Gut. Das war wirklich okay. Muss ich einen Krankenwagen rufen? Nee. Und nochmal der Herr, sollen Sie die Frau geschlagen haben? Na, Frauen schlägt man nicht. Ich habe gar nicht geschlagen. Ich wurde geschlagen. Sie wurden geschlagen. Was haben Sie denn da angestellt? Ja. Waren Sie frech zu der Frau, dass Sie das verdient haben? Fangen gespielt, ich habe sie bekommen und dann ist er ausgerastet. Ach, deswegen standen Sie da hinten an der Säule. Ach so. Genau. Ich hatte mich schon gewundert. Ich dachte, das ist eine verwirrte Person. Nee. Wir haben Verstecken gespielt und damit fangen, so wie man es halt so früher gemacht hat im Kindergarten oder ja. So. Und dann hat sie nicht mit los. Kann es sein, dass sie da hinten auf dem Parkplatz Yoga gemacht hatten oder irgend sowas komisches? Ja, ja. Ach ja, Jemine. Ja, aber das war im Endeffekt, weiß ich jetzt, dass es schlecht war. Da hinten sollten sie nicht hingehen. Das ist so viel schlechte Energie. Ja. Wir sind ja davon ausgegangen. Schlechte Energie von wem? Ja, nein, ist egal. Wir sind aber davon ausgegangen, dass gute Energie ist, aber das ist schlecht, sehr schlecht. Okay. Wenn Sie mich verstehen, ja? Ja, nein. Sehr schlecht. Und die musste sie im Krankenhaus, musste er rauspumpen. Kurze Frage, soll ich die psychologische Betreuung rufen? Ne, deswegen habe ich ja, das ist ja eigentlich meine Betreuung. Weißt du, das ist quasi so. Was? Wer ist der Betreuer? Ja, hier die Frau. Die Frau? Ja, Maria. Ja. Ach so. Ist ja eigentlich die Betreuer. Ach so, ach so, jetzt verstehe ich. Das ach war, das, so. Das war jetzt nur zum Runterkommen, das spielt, aber das ist ein bisschen eskaliert. Das also, mal. Also Schläge am Kopf erhöhen das Denkvermögen und sozusagen auch die genau. Psychische Situation. Genau, so, ich verstehe. Ah. Ist wie eine kleine Massage. Ah, okay, ja. Okay. Sehr gut, okay. Ja gut, ist klar. Also ich kann doch die Nummer von ihr geben, wenn sie das möchte. Nein, brauche ich nicht, danke. Nein. Alles gut. Oder zum Massieren oder so? Das ist bestimmt. Ich bin bestimmt nett. Auch keine Massage, ich bin noch jung und knackig. Wollen, dann gebe ich auch die Nummer von. Jo, das war ja nur nett gemeint. Gut. Ich sorge mich um meine Mitbewohner. Ja, ist Beleidigung sicher jetzt nicht. Genau. Gibt Schlimmeres. Gut, die Dame, dann passen Sie bitte auf den Herrn auf, weil, wie gesagt, ich habe die Befürchtung, er ist psychisch nicht ganz beisammen. Ja. Ich glaube, das liegt am Pulli. Ja. Also wie gesagt, der Pullover sagt auch schon alles, ne? Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eieiei. So, der Herr Stone. Herr Stone wurde nochmals für Fahren ohne Fahrerlaubnis und für den Fahrzeug Staatsgefängnis überwiesen. Lincoln 21 für Lincoln 18 kommen. 21 hört. Ja, Sie können dann einmal im Staatsgefängnis eventuell auflauern, ob der Herr wieder ein Fahrzeug stiehlt, davon fährt. Ja, verstanden. Code 4 am Hauptplatz, Lincoln 18108.
Linken Anti-Back 10-8. Ja, Wahnsinn, mit was man da zu tun hat hier. Das Fahrzeug sehen wir nicht. Simon Schmidt, natürlich kann ich dich grüßen. Ich habe dich sogar heute schon mal gegrüßt, aber gern mache ich das nochmal. Wir stehen auch am Platz. Wunderschön. Ja, und sonst was gibt es denn so zu sagen? Es gibt viele schöne Berufe. Beziehungsweise auch, ich sag's mal so, Nebenjobs. Gerade zum Beispiel das Ernten ist echt macht. Muss man hoch nach Palito Bay fahren. An diese Farm, die es da gibt. Und so muss man, das waren glaube ich Äpfel, Orangen und Erdbeeren ernten, also wirklich an drei verschiedenen Stellen. Bekommt auch ein Fahrzeug dafür, muss einen Korb dann rausnehmen, rausholen. Kann ich vielleicht auch mal streamen. Bei als sogenannten Nebenjob mal machen. Und dann das Obst verkaufen, verdient man noch echt gut Geld. Ist auch mal ein angenehmer Job, also sagen. Genau, und gerade auch, das hat man beim Nixon beispielsweise gesehen, da war er ja Gärtner, auch ein sehr schöner Beruf, muss ich sagen. Hat mir auch schon mega Spaß gemacht, als ich den ausprobiert habe. Ja, also selbst auch da gibt es Berufe, die ich so vorher noch nicht kannte. Sehr schön. Olli, was meinst du genau mit welchen Autos? PD oder viele private Fahrzeuge hier? Also vom PD her könnte ich mir natürlich alles holen. Ne? Also die Möglichkeit besteht. Was ich natürlich noch schauen kann, ist Helikopter. Könnte ich theoretisch noch zeigen. Was noch dazu kommen wird, demnächst ist noch ein Motorrad. Das hat man nämlich bis jetzt auch nicht. Ja, der Dodge ist ein schönes Fahrzeug. Da gebe ich dir vollkommen recht. Charger in der. Gehört zu jedem Polizeifahrzeug. Ja, die Polizeifahrzeuge hatte ich heute schon mal gezeigt, also sprich, es gibt den Crown Vic, den bin ich am Anfang gefahren, dann hier diesen Charger, da gibt es noch den Explorer, den Tahoe, gibt es noch, und was habe ich denn noch vergessen, ach ja, den Tesla beispielsweise. SE-Fahrzeug, den darf man ab Rang Captain fahren, den Tesla. Und dazu noch erwähnen, für die, die es auch noch nicht gehört haben, es gibt nur Fahrzeuge, die wirklich Ages gibt bei der Polizei, ja. Genau, und dann halt in verschiedenen Varianten als CHP oder SHP, Sheriff Department, LAPD, die ich jetzt gerade fahre. Genau. Gibt. Ich habe, wenn ich das vorhin so richtig gesehen habe, gibt es noch den neueren Dodge noch. Er ist allerdings, glaube ich, noch da Highway Patrol. Sehen. Fährt auch ein wenig schneller. Sagt ja auch das Wort Highway, ne? Genau. Ja, und was es natürlich auch noch gibt, ist der normalen Officer. Also sprich Officer 1, es gibt dann Officer 2, 3, geht's weiter mit Sergeant 1. Welchen Rang bist du? Rekrut? Ich bin Rekrut. Nein, ich bin tatsächlich Chief.
Regierung hat mich gefragt, ob ich das machen wollte, würde. Ich dann klar, gerne doch. Einer Bedingung. Auch erfüllt mich mein Commander an meiner Seite. Genau. Ja, wie gesagt, von Rang her ist es halt auch abhängig, welche Fahrzeuge man fahren darf. Gerade der Runwick ist dann für einen normalen Officer 1 das einzigste Fahrzeug vorerst, was er fahren darf. Ja. Bei Officer 2 kommt dann der Dodge dazu. Bei Officer 3 dann Explorer beispielsweise. Ja. Das hat auch, damit man auch weiter motiviert ist, dann entsprechend auch dann als Belohnung, sage ich mal, so ein neues Dienstfahrzeug bekommt. Weil, wie gesagt, die sind auch jetzt nicht war teuer, kosten $50 das Fahrzeug. Ja, und ich finde, das ist eine schon sehr gute Lösung. Chief von Mac, ja, genau. Chief of Police natürlich, ne, ist klar. AKM. AKM. Ah, schön. Geradezu. War jetzt das Stadium. Ja. Das ist gar nicht, wenn man die USC kennt. Das kann man da machen, das Ganze. Ja. Linken Feldvor gibt einmal gerade vorne. Was hat der Kollege gerade gesagt? Ich bin taub. Oh, 70 Likes, vielen Dank. Ja, danke nochmal für die Likes, vielen Dank. Dann auch so ein paar Lichteffekte. Solange es nicht schlimm ist, ist alles gut. Schön. Ich muss schon sagen, es waren ziemlich viele Kollegen hier rum. Was war das jetzt? So. Keine Ahnung. Aber musst du mal fragen, ob sie dir das verrät. Ja, Chris Impossible. schön. Ja, also wie gesagt, vom Streaming her werde ich das nach und nach jetzt alles ein bisschen verbessern. Natürlich auch gerade mit Tibi-Stream und den Abo-Einblendungen.
Dass man da gerade nur das Geräusch hat, ist natürlich ein bisschen doof. Das weiß ich selber, nicht ganz so optimal. Aber wie gesagt, vielen Dank auch nochmal an alle Neuen. Das werde ich demnächst nächsten Tage fixen. Morgen ist dann einmal mit dem Commander, dem Herrn Fuchs, dann an dem theoretischen Teil zu arbeiten, der Ausbildung. Sind wir noch nicht ganz fertig. Und demnächst gibt es auch noch einen neuen Strafenkatalog. Jetzt aber hat doch schon alles, habe ich kurz vor dem Stream schon ein bisschen was sehen können. Ich so wieder sehr viel Mühe gegeben. Die Nacht um die Ohren geschlagen. Na Jan. Genau. Ich hab's doch schon erklärt, Chris. Okay, du hast schon erklärt? Ist das so? Ich höre das F-Team. Ja. Hallo Polizei 133, schön, dass du da bist und auch ein neuer Zuschauer bist. Dankeschön. Ja, einen schönen Abend. Linken wird vorgeht heute erst und dann Feierabend. Ich wünsche euch allen was. Bitte. 10-1, Spruch nochmal wiederholen, bitte. Linken für die Vortänzer wünschen Feierabend euch an. Ja, ebenso, danke. Ja, wie gesagt, wer möchte, kann sich auch gern bewerben. Discord ist in meiner Beschreibung der Link von countyside.net. Da könnt ihr euch gern bewerben. Momentan Eintrittsalter ist ab 17. Ruf mich jetzt an. Ja, Starmann, guten Tag. Ja, und zwar, mich hat gerade jemand angefahren und der begeht jetzt Fahrerflucht. Der steht jetzt vor der Polizeiwache. Er steht jetzt gerade vor der Polizeiwache? Er fährt jetzt früh gleich Richtung Würfelpark. Okay, gut, ich komme mal Richtung Hauptplatz, ja? Ja, danke schön. Der ist so mint, mehr ins mintblau. Mintblaues Fahrzeug. Ja, Mini. Alles klar, danke schön. Jo. Schalt auch, schau, danke. Ja. Lincoln 18, gesucht wird ein mintblaues Fahrzeug nähe Hauptplatz, hat Fahrerflucht begangen, Mechaniker hat mich gerade kontaktiert. Einmal bitte Ausschau halten, danke. Gibt's was zum Fahrzeugmodell? Negativ, also scheinbar irgendwie Mini-Art. An, aber war den irgendwo. Hallo? Ja, hallo. Haben Sie noch Sichtkontakt zu dem Herrn? Ja, und zwar hat sich herausgestellt, ist ein Kopfloser, aber der ist absolut nicht gefahren wie ein Kopfloser. Ach so, okay. Der ist rumgedriftet, aber anscheinend ist jetzt noch ein Kopfloser. Okay. Ja, momentan sind die ein bisschen. Ja, naja. Alles klar, gut, da weiß ich Bescheid, okay, dankeschön. Dankeschön, tschüss. Code 4 bei dem verdächtigen Fahrzeug. Laut Mechaniker war das ein Kopfloser, der sehr rasant gefahren ist. Gib Gas, zeig was so bekannt, ja. Sehr schön. Servus Daniel, grüß Tempo. Dich. Ja, also zu dem Server auch nochmal vor. Gar nicht, wann das war. Ich glaube, vor gut einem Monat wurde festgelegt, dass es ab 17 Jahren ist. Vorher war das, glaube ich, bei 14 gewesen. Und da hat man natürlich trotzdem gesagt, dass die jetzt schon drauf sind und auch das RP liefern, natürlich bleiben dürfen.
Ja, also das sind dann sozusagen diese Ausnahmen. Ich weiß nicht, ob auch eventuell sich welche bewerben dürfen. Ausnahmegenehmigung, das kann ich jetzt natürlich nicht so sagen, aber das kann ich auch mal sagen, dass möglich ist. Ja. Wie gesagt, das weiß ich gar nicht so genau. So. Schön Hollywood-Schriftzug. Ja. Raus. Ein Zombie, also ja. Also der hat sich scheinbar wirklich wie so ein Zombie verhalten. Das ist wohl wahr. Verkehrsanhaltung mit einem schwarzen Mercedes SLS, Kennzeichen WILLY. Hello. Let's get a smoothie next week, okay? So laut legal ist. One Link 90 übernimmt Dispatch. 10-4. So. 247 Tank, aber ich will einfach mal tanken gehen. Kann ich euch auch mal das Skript zeigen. Auch ein bisschen anders, wie ich das schon so kennengelernt habe. Tanken. Da. Einmal voll tanken. Bestätigen. Wie man sieht, Kraftstoff auf Lager. 1990 Liter. Also sprich, Tankstelle ist gerade voll. Und die Tankstelle muss beliefert werden. Ne? Man kann auch diese Tankstelle käuflich erwerben. Dann sich darum kümmern, dass die Tankstelle voll ist, bekommt dann natürlich auch das Geld. Ja, ist eigentlich auch sehr gut gemacht. Kopf. Ja, ja, ja. kann man viel reininterpretieren. Getankt. 50 Liter. Ein geköpftes Huhn, oh mein Gott, was kommst du denn, ey? Geköpftes Huhn. Guten Abend, Leander, grüß dich, schön, dass du reinschaust. Oh Mann, auf was für Gedanken kommt ihr bitte, ey? Huhn-Zombie? Oh nee. Huhn-Zombie könnte ich mir bei Dead by Daylight vorstellen, als Char, das wäre was, ey. Oh ne. Huhnkostüm. Was gibt's noch zu sagen? Wir haben noch eingeführt, dass es die Disziplinarstrafen gibt. Das heißt, nichts anderes als, dass ein normaler Officer natürlich auch nicht das machen kann, was ein Zivilist falsch macht. Zum Beispiel zu schnelles Fahren. Oder das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Natürlich nur versuchen. Zu schnelles Fahren bedeutet natürlich auch ein Bußgeld, wenn das ein Kollege feststellt, dass ein Kollege zu schnell war. Und natürlich, wenn das des Öfteren vorkommt, kann es auch einen Verweis beispielsweise geben, ja. Wenn man zum Beispiel 3 Verweise dann gesammelt hat, dann gäbe es bei dem 4. Verweis also kein Verweis mehr, sondern gibt es dann noch ein Strafgeld neben dem Geld. Das ist dann beispielsweise ein Monatsgehalt, ja. Das haben wir auch eingeführt. Und ich denke mal, gerade auch als Vorbild ist das schon eine gute
Sarah. Ich kann das natürlich nicht machen. So, Richard, guckt sich erstmal Hallöchen. Ja, warum kein RLO mehr? Hatte ich heute schon dreimal gesagt. Es hat einer Seite aus einmal nicht mehr gepasst. Ich weiß nicht welche. Oh. Deswegen kein RLO mehr. Wie es im echten Leben ist, es gibt gute und schlechte Zeiten. Auch beim Zocken, AP-Zocken. Und ja, es war eine schöne Zeit, durchaus, natürlich. Es waren ja doch in 1,5 Jahre, die ich da verbracht habe. Und auch entsprechend relativ gearbeitet habe. Aber ja, irgendwann ist auch mein Ende. Ist leider so. Wo es niemals ein Ende geben muss, ist, ja, man verheiratet ist, ne? Eine Ehefrau hat, sollte man nicht unbedingt erwägen, da zu sagen, so pauschal nach 3 Jahren, jo, ich verschwinde jetzt mal, auf den tschüss. Aber es gibt dann halt auch Dinge, wo man dann halt eine Time to say goodbye sagt. Und es war dann halt auch LO, die Sache sagt, jetzt nicht, ob ich gegangen bin oder gegangen worden bin oder. Sagt, ich rede auch nicht schlecht. Es ist ein wirklich sehr guter Server. Auch Spaß gemacht. Oh. Und so dazu. Genau. Hi, One-Shot. Grüß dich. Schön, dass du zuschaust. Ein bisschen FPS-Lost. Okay. Wie gesagt, das ist so ein bisschen so ein Test. Ich streame jetzt das erste Mal mit 5M und andere Einstellungen. Das Ganze. Jetzt hat er sich wieder gefangen. Lag vielleicht an dem McDonald's da. Ja, Richard. Das stimmt. Was allerdings passieren könnte, ist, sage ich gern nochmal, dass der liebe ehemalige Kollege auf RLO eventuell vielleicht weitermacht das Ganze und sich bei dem PD bewirbt. Schauen wir mal. Also könnte ich da vielleicht auch bei ihm wieder in Erscheinung treten. Beziehungsweise müsste er ja, weil wenn er sich bewirbt, dann kommt er ja nicht an mir vorbei. Ja, dann hole ich mal kurz den Hammer raus und schmeiß ihn. Nein, natürlich nicht. Aber jo. Zumindest könnte es dann vielleicht dann noch eine gemeinsame Streife geben. Ja, natürlich habe ich mit Nico Kontakt, natürlich. Also der Kontakt besteht weiter. Ich bin auch froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Was soll ich sagen? Ist ein lieber, guter Mensch. Ja, ist auch nichts anderes will ich da hören. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Macht auch wirklich super Streams. Gefallen mir immer wieder. Sehr lustig. Bei ihm merkt man schon, dass er jetzt fast 2 Jahre lang Streamer ist, muss ich sagen. Also gerade, ich stehe ja da in dem Fall, gerade was RP angeht, völlig am Anfang. Ist dann doch schon mal ein bisschen was anderes. Man ist dann ein wenig aufgeregt. Ich denke auch mal, wenn ich Nixon fragen würde, war bestimmt die ersten Streams auch. Sagt also, ich habe noch Kontakt zu ihm. Ich bin ja auch immer Moderator bei. Ja, und auch wie gesagt, privat ein bisschen Umgang mit ihm. Auch wenn uns viele Kilometer trennen. Internet, Instagram und so weiter macht es alles möglich. Schön, dass du wieder da bist, Nelly, Mensch. Ich habe das vermisst, so dieses hier so
Dieses Freche irgendwie, Mensch, sag mal. Hat man sich wieder so schön dran gewöhnt, kann ja gar nicht sein, Mensch. Warst ganz schön lange weg. Bist du auch schon eine alte Oma oder warum hast du so lange gebraucht? So. Gucken wir uns mal hier das Hafengebiet an. Hat so, so ein paar kleine Delikte. Richtig. Ist nicht viel los heute. 21, 10, 10. Am Futtern der Kollege. Na dann viel Spaß beim Futtern. Ja, ja, der hat dich echt verschluckt, du. Glaub mir. Das ist leider so, ja. Ja, natürlich, Chris Impossible, du hättest auch frech sein können. Aber da du ja eine liebe Frau bist, ja, du mich ja gern hast, machst du das natürlich nicht, ne? Also, Schott. Was soll ich das sagen? Es gibt viele Server. Also, deswegen bin ich jetzt. Also, der Server ist schon gut. Natürlich. Ob einer der besten ist, kann ich jetzt schwer beurteilen. Also auf vielen so habe ich jetzt nie gespielt. Jeder hat seinen Anreiz. Also ich habe auf AX gespielt. Das ist halt auch ein ganz spezieller Server beispielsweise, ja. Hat man das schon zum Beispiel ein österreichisches Setting gibt. Ne? Und genauso ist es wie hier das LE-Setting, was LO genauso ist, ne? Ja, also wie gesagt, schlecht ist da nie. Ob der jetzt überragend ist, da kenne ich halt zu wenig Server, muss ich jetzt, um das zu beurteilen, ja. Also wie gesagt, gefallen hat er mir und der Server hier gefällt mir mindestens genauso. Also. Ach so, Nelly, ach so. Ah, man hat beim Nixon auf Instagram mit der Roomtour geschaut. Ach, deswegen hast du mich verlassen. Na dann, vielen Dank, du. Für die falsche Klassenhaltung bei der Postleitzahl 306 mit einem pinken, lilanen Mini. Pinker, lilaner Mini. Nelly, wäre das für dich ein Auto? Ich denke schon, oder? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, das stimmt. Frei und so, ne? Das ist impossible. Ja, ja, ja. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, die Roomtour von Nixon. Ja, also, hättest du jetzt jemand anderen zugeschaut, hätte ich das jetzt echt übel genommen. Ja, bei Nixon ist das in Ordnung. Naja, naja. Eieiei, na ja. Du. Heidewitzka. Ja, Multitasking. Du hättest ja, was ich, auf dem Tablet meinen Stream schauen können und auf dem Handy die Roomtour oder so. Ja. Richtig. Das ist eine Sorge.
Geil. Ach, du hast wohl auch geschaut? Ja, super. Ja, der hat wunderschöne Socken, ne? Ja, ja, ich muss auch mal solche zulegen, ne? Irgendwelche Clownsocken und. Ne, Clowns. Das ist ein schwieriges Thema, ne? Manche haben ja Angst vor einem Clown. Oder wie sieht's bei euch aus? Angst vor Clowns? Hm? Zu viele coole Kindergeburtstage mit Clowns erlebt? Davon den Trauma bekommen? Ach, Herr Jemine, Nelly, hä? Wo ist denn der Kopf? Wie wär's mit Laden? Hm? Haben wir das vergessen? So, hier vorne ist das Arbeitsamt. Gleich vorne an der Ecke. Bei vielen ist es ein Stück weiter dahinter. Zwar im selben Gebäude, aber hier ist es direkt hier vorne. Schau hier. Schön beleuchtet. Gefällt mir. Also, gerade so diese Abende, so schön. Also diese Beleuchtung. Diesem Skript, was es da hier gibt. Echt schön aussehen. Ja, hätte ich eine etwas bessere Grafikkarte, dann sehe das noch mal ein bisschen besser aus. Ein bisschen. Doch schon ein bisschen. Doch schon deutlich besser aus. Was für Clowns? Das bunte Totenköpfe? Oh Gott, ich muss schon mal wieder ranfahren. Ich kann schon wieder näher richtig mitlesen, ja. Ach, Leute. So, Autohaus, nix los. Nix los im Haus. Können wir kurz anhalten. Bunte Totenköpfe waren drauf. Ach so, aha. Eieiei, bunte Totenköpfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Pfeife mit der Anfrage. Haben wir eine Einheit in der Nähe der Postleitzahl 306? 306 ist im County, oder? Der Kollege McFinnis 1010. Alles klar, 10-4, vielen Dank. Olli, bist du aus der Schweiz, Olli? Hallo Julia! Trab, dass du da bist. Ach du Scheiße, Killer Clowns, oh Gott. Ja. Also es ist witzig, ich habe schon echt oft gehört, dass die Menschen Angst vor Clowns haben. Also, Wahnsinn. So, was haben wir denn hier? Tankstelle brand. Lincoln ATM mit einer Anfrage, ist jemand in der Nähe von Tankstellenbrand? Wo Lincoln ein Tier übernimmt? Ja, den vor, ich hätte sonst 6,7 Kilometer Anfahrt. So macht das der Kollege. Nichts ranfahren. Achso, sieh mit. Ja, du, ich zwing dich an ihn, du warst da trotz alledem die letzten Tage, wenn ich mal. Das war ja auch da. Alles gut. Nicht schlimm. Schlimm. Wie gesagt, gerne könnt ihr euch hier bewerben auf dem Server. Ab 17 Jahre. In meiner Beschreibung ist der Discord-Server verlinkt. Momentan läuft es noch über den Discord-Server mit einer Charaktervorstellung als Bewerbung. Eventuell findet dann noch ein Gespräch statt, es kommt nochmal Bewerbung drauf an. Demnächst wird das Ganze dann über das Forum laufen. Einem Gespräch. So. Genau. Jetzt sind wir gerade. Sind Sandy Schurz der Brand ist. Heute ist ein bisschen ruhiger Tag. Wie gesagt, so 15 bis 30 Leute immer da auf dem Server. Gut, ist natürlich auch Montag. Gerade am Samstag war es relativ voll. Habe ich sogar 35, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Servus, Tresor Bastel. Schöner Name. Grüß dich, schön, dass du da bist und zuschaust. Danke, Chris. Link. Ja, also ich kann es auch gerne nochmal zeigen. Ups, falsche Taste. Da. Chief of Police. Die Projektleitung hatte mich gefragt gehabt, ob ich das Amt übernehmen würde. Ich habe gesagt, natürlich, aber ich nehme einen Kollegen mit als Commander. Dahingehend nochmal an dich, Fuchsel. Solltest du den Stream nachschauen, zuhören. Vielen Dank. Zu gehen an dich aus für die Arbeit. Gerade in der letzten Woche, da haben wir eher mehr auf Discord verbracht für Regelungen. 25 responding zu dem Tankstellenbrand. Etc. pp. Also wirklich alles Mögliche gemacht. Eher weniger im Dienst gewesen. Dann am Samstag richtig angefangen hier zu arbeiten im HD. Ne? Genau. Fake Recruit. Ja, natürlich. Servus Daniel01, grüß dich, schön, dass du zuschaust. Vielen Dank. Der nächste Medic Pitdissel. Pitdissel. Also bei Pitdissel muss ich ja immer an einen anderen Streamer denken. An dem Deutschen. Ist das genau der? Oh. Was? Anzeige ist raus. Weezy Blacks. Grüß dich, mein Bester. Was ist denn los? Wieso Anzeige ist raus? Schön, dass du einschaltest. Ich fasse es nicht. Cool. Ach, Weezy. Was mit mir nichts ist, mit nichts und mir ist alles in Ordnung. Läuft super wie vorher. Also wir haben Kontakt, sind weiterhin befreundet, auch privat befreundet. Also das passt. Also alles super. Und wird auch schauen, ob wir vielleicht auch auf die Tour mal wieder gemeinsam auf Streife gehen, wenn er denn bleibt, und wenn er sich für das PD bewirbt. Also schauen wir mal. Ja, ist natürlich noch ein bisschen offen. Weiß man ja nicht, was er macht. So, ach, ich liebe das Hollywood. Oh, schön beleuchtet. Ah, Medic Pedizzle, also kurz zu meiner Historie. Bevor ich auf RLO war, war ich auf AX. Und während ich auch auf RLO war, war ich auch ab und zu auf AX unterwegs gewesen. So mal. Einfach mal, wenn man auf amerikanische Setting aber mal keine Lust mehr hatte oder keine Lust auf Streife hatte. Ich sag's mal so, wenn ich jetzt hier beispielsweise jetzt jeden Tag, 4 Wochen lang hier das gleiche mache wie jetzt, wird's natürlich irgendwann mal fad. Ja, es gibt Tage, da ist viel los, es gibt Tage, da ist es ein bisschen weniger, aber irgendwann brauchen wir auch was anderes und bin schon damals auch gern mal auf AX gewesen. Gerade auch bei BC Blacks. Als Kopf aus, gib einfach hier bös. Weil es auch der Wiese Blacks gerade anspricht, der hat auch einen eigenen Server, da war ich auch 2-3 Mal drauf, einfach mal aus Fun, aus Spaß. Dann geht auch vielen Dank, dass ich darauf einfach so spielen durfte, ohne mich großartig zu bewerben. Und ja, da braucht man einfach mal ein bisschen Abwechslung und da war ich auch ab und zu auf X dann noch gewesen. Die letzten Wochen, Monate war ich jetzt nicht drauf, weil A, weniger Zeit. B, wollte ich auch mal was anderes spielen. Ja, also ich habe auch andere Spiele gespielt. War zum Beispiel New World. Habe ich nicht im Stream gespielt. War ab und zu auch mal Tanks und so. Also, genau. Ja. 25, ich melde hier eine rote flüchtende Supra in Sandy Shores. Wir fahren jetzt auf die Interstate in Richtung East Highway. Ja, denn vor, komme aus der Stadt East Highway raufgefahren. Ja, wenn das nicht der liebe Herr Stone ist. Ich habe so eine Vermutung, dass es der Herr Stone ist, ohne Führerschein. Ja, Turn 4, Kennzeichen ist auf den Herrn Stone zugelassen. Sichtkontakt jetzt gleich verloren, Fahrzeug fährt auf den East Highway. In Richtung L.A.
121 back 10-8. Ja, die Aussage Richtung LA ist jetzt nicht fest. Ich habe leider den Sichtkontakt kurz vor der Auffahrt verloren. So, warte mal hier. Ja, ich warte Ortseingang, mal gucken, ob er vorbeikommt. Theoretisch müsste er vorbeigefahren sein, ist er scheinbar nicht. Eventuell ist er über East-East Highway gefahren. Ich würde einfach mal Richtung Hauptplatz mich begeben und schau halt. So. Ja. Ja, schön. Ich schaue es dir nach dem Steamer mal an, was du wieder geschrieben hast. Ja, ich bin VIP bei Visi Plex, natürlich. Was denkt ihr denn? Best Buddies, ne, Visi? Stahl wie stahlhart, ja, natürlich. Ich hab stahlharte Nerven. Gerade auch auf Arbeit. herrlich. Dass der Herr Stone das aber auch nicht einfach mal lernt, ey. Ich weiß es nicht. ...25 für Lincoln 18 kommen? Ja, 25 wird. Konntest du sehen, ob der einen schwarzen Helm getragen hat? Ich habe jetzt leider nur den Oberkörper gesehen. Das war ein helles T-Shirt. Fahrzeug gefunden vor dem Supermarkt Richtung stadteinwärts. 20 war Verkehrsanhaltung oder auch doch nicht. Fahrzeug flüchtet auf dem East Highway Richtung Stadt. Ist eine rote Supra. Lincoln 18 responding. Fahrzeug auf dem East-East Highway. Scheiße. Was seht ihr meinen Kollegen? Ja, Detective gerade. Der Herr Alvarez. Fahrzeug fährt beim Kraftwerk ab. Oh, ein Kraftwerk. Super. Sind wir ja sonst wo weit entfernt, ey. Wir fahren jetzt am Kraftwerk vorbei Richtung Sandy Shore. 25 verunfallt. Habe ich das zur Mitte wieder Richtung Sandy Shores gefahren? Ja, positiv somit. Kennzeichen vom Fahrzeug war HWGI6143. Ich kontrolliere es gleich. Na. Ah. Ja genau, die machen jetzt wieder keinen Platz, ey. Oh, meine Güte. Die Kosten. Fahrzeug wiedergefunden, ist jetzt gleich auch für Gefängnis auf dem East Highway. Wieder in Richtung LA. Na, biegt ab auf dem East East Highway. Ja, bin gleich auch auf dem East East Highway. Sichtkontakt, verunfallt. Ach nee, echt jetzt? Sie bleiben stehen, okay. Er bleibt stehen. Ja, Hände hoch. Stehen. Einmal Hände hoch.
Hände nach oben! Ja. Genau. Alter! Falter! Ich glaub's aber nicht, ey. Oh, ne, ist klar. Ich fahr bei dir mit. Ah. Oder auch nicht. Steig ein. Achtung, Nagelbänder! Achtung, Nagelbänder! Noch nee. Ja. Hä? Ich Person flüchtig Richtung Kraftwerk, Richtung Sandy Shores. Das ist immer Auto verschließen halt, ne? Ja. Immer. Warum stand da gerade bei dir die ganze Zeit da? In was für einem Fahrzeug? Was stand bei mir? In dem Polizeifahrzeug. Ja, rechts, du bist vorbeigefahren, rechts vor der Brücke. Ich hab den in die Nagelbänder gelockt. Ach da. Ja, persönlich erkennbar, muss irgendwie zu Fuß geflüchtet sein. Sichtkontakt, wenn das niemand von euch ist, unten in der Grube. Das bin ich. Ja, wenn der verschanzt sich in dem Kraftwerk. Aje. Der ist auf jeden Fall nicht über die Straße gerannt. Person. One suspect down. Eieiei. Hat er dich angegriffen? Ja, er hat dich vorhin gefahren, das hat mir gereicht. Ich hab gesagt, dass du stehen bleiben und ich schieße. Er hat mein Smartphone dabei. Ich leiste mal erste Hilfe. Jawohl. Mit dir zur FD. Kollege? Jo. So. So, ich lese gleich weiter im Chat. Muss jetzt mal kurz gucken hier. Ja, komm ich in das Fahrzeug rein wieder? Oder? Ist es dein Fahrzeug? Ja. Dann schieß mal auf. Also auf jeden Fall ist es kaputt, sagen wir es mal so, es muss abgeschleppt werden. Ja. Kümmerst du dich darum, dass es dir abschleppt? Ja, ob du da überhaupt fahren kannst. Ja, der Kollege hat Nagelbänder ausgelegt. Deine Reifen sind platt. Na, geh mal am besten ein bisschen weg. Ich versuch's mal ein bisschen. So. Eieiei. Ei. 21 verständigt einmal die Mechaniker für mein Fahrzeug. Na, nicht nötig. Ich habe die Mechaniker bereits für mein Fahrzeug verständigt. Ja, 10-4. Wie, wo ist der Tesla, Mario? Der Tesla ist für dich nie freigegeben. So ist das heute. Oh mein Gott, ey. Schon lustig, dass man sich nur mit einer Person beschäftigt. So. Hat denn die Sirene? Mach am besten mal deine Sirene aus. Meine Sirene noch an. Ja. So. Hat der doch tatsächlich versucht, ich hab's mir schon fast dabei gedacht, als der in meinem Auto stand, dass der nämlich einsteigen will, ich aussteige. Ist ja nicht, ey. So, deswegen fließe ich jetzt schon ab. Zack. Auto zu. So. Ein Glück ging das mal das Beste bei mir. Bestimmt das FD, ich weiß sie mal ein. Ja.
so da ein bisschen Büschen verstecken. Ja, und dann noch ausgezogen, hä? Ich das sehe. Eine hübsche Hose hat er ja, ne? Ja. Unterhose. Ja, aber auch leider nicht. Ah, FD kommt. Gut. Moin. Moin, einmal. Servus. Verletzung. Mhm. Übernimmst du auf 3? Du musst nochmal länger machen, ich muss nochmal kurz hoch. Kein Problem. Achso, kann ich ihn fahren? Ja. Leicht. Deswegen, ne? Locke, ich muss dir noch einen Satz warme Ohren verpassen. Ja. Das waren nur ein Satz warme Kugeln für den Herrn hier. Oh nee. Hinsetzen. Ja. Geht's dir eigentlich gut, oder? Ja, der Schädel drüben ein bisschen. Okay, brauchst du Versorgung? Ich glaube, es geht. Klar. Was heißt schrecklich? Ich hab Löcher. Wo denn? Außer wahrscheinlich überall. Da halt. Wissen Sie? Medic brauchst du aber nicht, Kollege. Nee, geht zu weit. Alles klar. Vermute ich jetzt mal ganz stark, wenn du schon hier irgendwo liegst. Wenn die Fahrt abgehen wollen, kann ich ja auch nichts. Was, wie hat die rote Super gehört dir? Immer doch. Antileg? Nein, Sun ist aus. Mhm. Ja, dann kannst du doch denken, warum. Ich geht's. Ich saß heute schon zweimal nach dem Auto. Und ohne Führerschein daher. Ja, natürlich, mit was ist los? Wie war das? Alle Kollegen sind drei? Und diesmal wird's noch ein bisschen mehr. Meine Klamotten aus dem Busch holen. Ist das überhaupt? Ja, können sie sich überhaupt schon bewegen? Ja, ja, ja. Meine Schuhe, mein Heck. So, jetzt bin ich komplett. Oh, jetzt darfst du wieder alles ausziehen. Was? Ich war noch nicht fertig. Ja. Ich gebe das Kommando, wann ich fertig bin, nicht du. Das ist meine Ansage von Medic. Schön. Sepp. Das ist Streifenkarl. Also Streifenkarl, ab in den Streifenwagen. Das droht ihm auch, den Herrn. So, ich habe jetzt erst überall Bandagen drum gemacht. Finde ich gut. Kollege? Wenn du möchtest, kannst du alles anziehen. Ich hoffe, das war dir eine Lehre. Nehmen werde ich dich sowieso. Ja. Gut. Eigentlich schließe ich jetzt immer ab, aber ich habe ja, das. So, wie wollen wir das machen? Wollt ihr mit ins Krankenhaus kommen? Also, eine Streife kommt auf jeden Fall mit zum Krankenhaus, ja. Weil ich hab nicht mehr viel Zeit. Ja, der Medic hat sie wahrscheinlich schon nicht freigegeben, oder? Nö, ich nehme ihn mit ins Krankenhaus. Jawohl. Das ist das Problem, ich kann jetzt nicht ins Krankenhaus, verstehen Sie? Warum flüchten Sie dann, wenn Sie nicht mehr so viel Zeit haben? Ja, das habe ich jetzt erst herausgefunden. Wissen Sie? Scheiße. Ich merke schon, dass das Ding ins Augen fallen langsam zu. Wissen Sie, was ich meine? Bevor ich meine Kopfverbindung verliere, das wäre schon ein bisschen blöd. Wie viel hast du? 5 Minuten so. Ja gut, das schaffen wir nicht. Gut, dann steche ich dich einmal, komm mal her. Ja. Dann steche ich dich einmal noch mit dem Verbandskasten ab und dann können sie dich einklassen. Ja, wir müssen dich auch erstmal ins PD bringen, ne? Ja, oder so. Das ist auch noch das Nächste. Darf ich mir aussuchen, wen ich mit... Wie bitte? Ob ich mir aussuchen darf, wen ich mit... Wieso? Wer soll ich mitnehmen?
Ne, das entscheide ich. Wie viel seid ihr? 5 habe ich gezählt. Ich sag's mal so, der Kollege hinter dir nimmt dich mit. Speedy im County und ich folge. Ich habe aber kein Fahrzeug, ne? Denk dran. Dann fahren wir zu zweit. Muss ich beim Herrn Hey hin? Nee, nix da. Stehen bleiben. Okay. Ich kann selber laufen. Weglaufen bringt jetzt ja nichts mehr. Gut, dann, wie gesagt, sind erst vorläufig festgenommen. Ihre Rechte kennen Sie ja, die wurden eventuell sogar schon zweimal verlesen. Gut. Der Knast regelt den Rest, ja, genau wie sie. Bei ihm regelt, glaube ich, nichts mehr. Ach ja. Schon der Abschlepper. Ja, sehr gut. Ja. Ich muss hier ein bisschen breitlich hochlaufen, weil sonst ist es ein bisschen schwer. Ja. Wenn's mir natürlich. Einmal bitte hier rechts. Da zu dem Dodge dann bitte. Nach rechts. Hey. Hallo. Hier nach rechts. Nein. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. So, dann einmal bitte hier rechts an die hintere Tür herantreten. Den Kopf einziehen. So, so, dann geht's weiter. Einmal, kommst du einmal mit? Zeige ich Ihnen das eben. Kannst du mir die Handschellen vielleicht immer außer abnehmen, weil es ist gar nicht mal so bequem mit dir Hände im Arsch. Ja, das müssen sie jetzt da durch. Da muss ich durch. Jawohl. Dann komplett fertig ist. Kollege, einmal mitkommen. Jo, alles klar. Stellen Sie es einfach irgendwo bei Mission Row PD. Also guten Abend, Pauline. Schön, dass du da bist. Zumindest ist die, wo die abhängig sind. So, Kollege, du kannst einmal schon mal das Strafmaß ermitteln. Ermitteln Sie. Also überhöhte Geschwindigkeit, fahren ohne Führerschein und Polizist angefahren. Rücksichtsloses Verhalten. Er ist mal reingerannt. Also ich bin Ihnen auf jeden Fall nie reingerannt und Sie haben mich überfahren. Ich habe Sie nicht überfahren. Wir stehen hier noch. Wenn überhaupt habe ich Sie angeditscht, weil Sie mir gegenrennen. Aber das kann ja nichts machen. Rehe rennen auch in Autos rein, wissen Sie? Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber Sie müssen auch nicht das Fahrzeug klauen, ne? Zu haften. Er hatte keinen Führerschein, richtig? Kein Führerschein. Noch dann nie. Hat er noch ein Polizeifahrzeug geklaut. Das sah nur so aus, das war Notwehr. Ach so. Ja, klar. Ich hätte vielleicht nicht zum RA entlang fahren sollen, da wo er verkackt hat. Das war nicht so klug, weil der hat Nagelbänder gelegt. Oh Mann, ey, ein Mann. Das habe ich dann aber ja, ich muss ehrlich sagen, das war sehr klug von ihm, dass er das gemacht hat, der Kollege. Ja, er war sehr klug. Hm? Ich weiß nicht, wie er damit gerechnet hat. Ich glaube, der kennt mich zu gut mittlerweile. Das ist schlecht. Ja, sie machen sich auf jeden Fall doch einen angenehmen Namen bei uns, ja. Ja, Marius und die alte Legende. Das passt mir. Das sehe ich. Der Mann ohne Führerschein, der trotzdem fährt. So. Danke, ich kann selber laufen. So, genau, dann folgen Sie es einmal. Ich weiß nicht, ob Sie Kopfschmerzen im PD bekommen. Na, folgen Sie einmal den Kollegen. Ach, da ist es jetzt. Was ist da? Warum ist es nicht da? Ist gar nichts. Links ist. Aha. Links war mal das Krankenhaus. Nein, da war auch ein PD. Jetzt ist hier was ganz Neues. Ich war hier auch noch nie in. Ah, ja, da. Gut. Fotos brauchen wir nicht machen, sie sind ja schon stadtbekannt. Ach du mein Güte. Ich mache mich in der Stadt bekannt. So, dann einmal hier bitte. Ja, und im County natürlich, ne? Ja, immer doch. So, gut, da seht ihr jetzt auch gerade nochmal das schöne Sheriff Department. Ich hatte jetzt ausgerechnet. Ja. Insgesamt 60 Monate. Dabei ist dann der Fahrzeugdiebstahl mit 15 Monaten, ja. Die Flucht mit 15 Monaten, ja. Fahren ja, ohne Führerschein mit 10 Monaten. Habe ich mich verrechnet? 10, das wären dann 50. Und das rücksichtslose Verhalten mit 15. Gut, passt. Jo, passt. Okay. Handschellen ab und rein da in die Luzi. Ich werde sie einmal kurz noch durchsuchen. Hat schon einer gemacht, aber geil. Wurde schon gemacht. Das ist egal. Das ist sick.
So. Ist man frei? Gut, dann ist sie frei. Dann kann der Kollege dann sie jetzt in den Knast wieder einbuchten. Genau. Komm sehr. Gut, dann viel Spaß noch, Kollege. Jo, alles klar. Einmal durch. Ja, also wie ihr seht, Sheriff Department. Können wir uns mal kurz anschauen. Ich selber war hier noch gar nicht drin, muss ich ganz ehrlich. Gucken, was der Herr Amonte für ein wunderschönes BD hat hier. Oh, Sitzkissen. Und während ich jetzt einfach mal was esse, trink, lese ich mal kurz noch. So. Soll ich sie dann jetzt SF Dealer, okay. Chips hatte ich einpacken mit dem, genau, das hat ich gelesen. Was ist der Unterschied zwischen den den Zahnarzt? Der Zahnarzt gewinnt bei jeder Ziehung. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte, okay. So. Sagen Sie gut Nacht den Kollegen. Ja, der Herr hat leider kein Geld mehr. Pauline, dich hatte ich ja schon. Ja, Pauline, mir geht's ja gut. Ich hoffe, dir geht's auch 21, gut. 21106 für den Akteneintrag. Sehr schön. So. Jawohl. Gucken wir uns mal weiter an hier. Das Office. Okay. So. Ah. Okay, das Scherbe. Deswegen komme ich auch rein. Sehr schön. Amonte sein Büro. So, der Brief. Okay, das ist ein bisschen kleiner, aber. Ups. So, schwere Türen hier. Ja. Leitstellenzentrum. Gefällt mir. Ach, da, Heliport. Seht ihr, da können wir doch eigentlich gleich mal in dem Fahrzeugshop schauen. Was Schönes finden. So. Aha, okay, den kennt auch jeder. Der altbekannte. Lied. Oh. Ein Bussard. Schlecht. Schick. Ja, da habt ihr also auch gleich mal noch die vier Helis gesehen. Warum trage ich jetzt noch diesen... Ah, okay. Nasenhelm. Nasenbärenhelm. So. Gut. Anschneiden. Zuschließen. Schönes geschrieben. Mit dem Schlagstock. Moin Flex TV, grüß dich. Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Ja, kannst du gerne Trikot petzen. Schönen Abend noch und ruhigen Dienst. Gerne, gerne doch, gerne doch. Ja, ebenso, schönen Feierabend. ja, Flex TV hat mich leider. Ja. Genau. Es gibt gute und schlechte Tage. Es gab gute und schlechte Zeiten. Es war schön. Und bei einem von beiden Seiten hat es dann einfach gepasst und deswegen. Wie gesagt, ich rede nichts Schlechtes von diesem. Das wäre ich auch nicht an. Ja, dort gewesen. So. Ja. Wie man hier sieht, gibt es noch den Flughafen so original wie er ist. Ups. Fast angeditscht. Genau.
So, dann fahren wir wieder in die Stadt. Okay. Tow Truck 1108. Funkspruch wiederholen. Was hast du gesagt? Was hat er gesagt? Tow Truck 1108. 10 vor, wo bist du gerade? Noch immer am Kraftwerk, ich fahr gerade weg. Ja. Lincoln 18, 1019 Mission Row PD, neue Weste. Geht's wieder besser? Das ist schön zu hören. Ja, wie gesagt, Flex TV, schön, dass du reinschaust. Sagt, ich bin böse, aber auch die Projektleiter von RLO ist nicht böse auf mich. Und Streams vermisst, ja danke. Ich denke mal, ich werde jetzt wieder des öfteren streamen. Zwar hauptsächlich Countyside, aber vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel. Ich habe die Überlegung ist jetzt, könnt ihr mal reinschreiben, ob euch das interessiert. Ich habe überlegt mal World of Tanks zu streamen. Einem Bekannten ist auch. Der hat mir auch bei den Thumbnails geholfen. Was die vorhergehenden Streams angeht, also das von heute habe ich jetzt selber gemacht, das war auch nichts weiter dabei, außer zwei Logos einfügen. SKR, schön, dass du reinschaust, Mensch ey, du bist ja auch schon lange da. Schaust und folgst mir auf Insta, seit wann streame ich? Wann habe ich das erste Mal gestreamt dieses Jahr? Also 5M und RP ist natürlich heute Premiere, aber vorher habe ich ja schon andere Games gestreamt. Ist jetzt aber auch schon wieder länger her. Ich glaube, 2 Monate sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, ich darf hier streamen. Von Seiten der Projektleitung bin ich auch sehr dankbar, dass ich die Berechtigung dazu habe. Und ich freue mich auch darauf. Schon sehr viel Spaß, auch wenn es nicht ganz so viel los war, außer jetzt die Verfolgungen mit Herrn Stone die ganze Zeit. War ja jetzt ist relativ ruhig. Aber solche Tage gibt es halt immer auch. Kann man sich natürlich nicht aussuchen, man weiß es vorher nicht, was so los ist, ne, am Tag. Genau. Endlich wieder Rico und Stapel im Dienst, ja. Das ist wohl wahr, allerdings hat heute der Rico Pause? Scheiße, $3.500 Reparaturkosten. Oh, nee. Ah. Ja, wer hat, hat's? Mein erstes Stream auf Transiste. Da weißt du Bescheid. Ja. Ja, das ist aber schön. Du weißt, du folgst mir eigentlich so häufig und regelmäßig auf Insta, dass du das heute erst merkst. Okay. Nee, World of Tanks heißt das Game. World of Tanks, also sprich, da gibt es hunderte von verschiedenen Panzern. Und da spielt man dann, sind ich glaube 16 gegen 16 verschiedene Panzerarten. Das hatte ich halt mal überlegt, weil das macht mir stellenweise auch Spaß. Ups, da habe ich jetzt das Falsche angezogen. Meine Güte. 3-Menü. Kleidungsmenü. So, ich will einmal kurz ausziehen. Sehr muskulös. Kein Haar am. Jo. Schusssichere Weste. Das war's doch. Stone, das sagt mir was. Ja, es könnte durchaus sein, dass er das so sagt. Der Luca, der Server ist mit Whitelist.
Das ist countyside.net. Ab 17 Jahren kannst du dich auf jeden Fall bewerben. Du musst einfach nur in meiner Beschreibung oder die Chris Impossible, mach den Link nochmal in den Chat rein direkt, kannst du gerne auf dem Server connecten, dich dann aktuell noch über Discord bewerben mit Charakterbeschreibung, geht das Ganze. Wie gesagt, wenn du möchtest, wenn du auch alt genug dafür bist, kannst du, wie gesagt, dich gerne bewerben. So, Garage öffnen. Jetzt hole ich einfach mal den Tesla raus. Ist der dreckig. Ach, herrje. Muss man gleich mal waschen gehen. Lincoln 18 back to 19. Und, wie sich's für ein Elektrofahrzeug hört, man hört ihn nicht. Ja. Dir ging's nicht gut, Pauline? Jejeje. Ja, zum Glück geht's dir jetzt wieder besser, hä? Ey, das Fahrzeug ist schon echt schnell und man muss es nicht tanken. Das ist echt ein entscheidender Vorteil. Sprit geht nicht aus, maximal die Batterie, aber die ist, die Lebensdauer ist unendlich. Unendlich! Stellt euch das mal vor, ey. Was denn für ein Fehler erlauben? Was? Wie? Fehler? Hä? Nö. Das Impossible ist nicht gekündigt. Um Gottes Willen. Oh nein. Beste Moderatorin. EU West. So. Dann einmal Wischiwaschi. Wuschi. Schick. Das gefällt mir. So. Ja. Oh. Sind noch da. Gut. Wisst ihr was? Vielleicht kennt ihr jemanden noch. Ich werde mal jemanden noch anrufen. Kontakte. Zack. Gucken, ob sie rangeht, die Dame. Kennt jemand noch die Jasmina? Wunderschön. Ja, guten Tag. Chief Stahlmann hier am Telefon. Ja, Frau Kien hier am Telefon. Ach, Frau Kien. Ach, da sind Sie sozusagen mit meinem Kollegen verheiratet. Mit Lieutenant ja. Kien. Okay. Ach, der hat sich auch einfach so aus dem Staub gemacht. Der war ja vor unserem Dienst. Ist er bei dir gerade? Ja, sitzt neben mir. Warum? Okay, ich müsste ihn mal dringlichst verhaften. Warum? Weil er dein Ehemann ist. Deswegen willst du ihn verhaften? Ja, natürlich. Weil er mein Ehemann ist. Ja, das ist sträflich. Keiner kann, darf ich Yasemin heiraten. Die, hä? Die was, hä? Kann ich was da nichts. Ich kann nichts dafür, dass du nicht zur Hochzeit dabei warst, ne? Ach so, das meinst du? Na, das hat ja damit nichts zu tun. Aber wie, ich darf nicht heiraten. Das ist. Nee. So läuft das hier nicht. Ach so, aha, okay. Ja gut, dann möchte ich euch zwei Turteltäubchen nicht weiter stören, ja. Genießt diesen romantischen Abend. Der Mond ist wunderschön, wolkenlos. Und die Sternschnuppen tauchen auch gleich auf. Mhm. Gut. Ja, dann. Also einen wunderschönen Abend und ich hoffe, das Autohaus ist irgendwann mal besetzt, wenn ich dran vorbeifahre, ja? Ist es aktuell und zwar in der neuen Filiale bei der Tuning-Garage beim Waffenladen da. Ach, dort? Okay. Was, da ist ein Kollege gerade? Ja, da müssten eigentlich zwei Kollegen sein. Was ist denn das jetzt eigentlich für ein Autohaus? Ich habe gehört, das ist neu. Was kann man denn da kaufen? Luxusfahrzeuge und ein schickes Motorrad. Okay. Alles klar. Ja, dann und danke. Ein Honda Civic Type R, falls das Interesse besteht. Doch. Oh, okay. Oh. Okay, gut, alles klar. Dann bis später. Tschüss. Bis später, tschüss. So. Die Herren, kennt noch jemand die Jasmina? Und die Damen natürlich. Frage gestellt. Was für ein Callboy? Ich bin doch kein Callboy. Wiesi, wenn, dann bist du der Callboy hier von uns, ja? Also mal schön ruhig bleiben hier. Hä?
Oh, scheiße. Oh, hab ich das gerade wirklich gesagt? Ups. Ich drunter, der nicht. Bist Mutti's Pfiffig, oder was? Ja, Nelly, ne? Der Spruch ist für dich. Ach Gott, das Fahrzeug ist mir zu leise. Ist ja schlimm. Kann man da nie einen Motorensound reinpacken? Oh. 25 ist 10-7. Schönen Abend euch, vielen Dank. 10-4, schönen Abend dir, schönen Feierabend. Das ist ja... Wenn ich dich bekomme. Oh, was ist denn das? Ui. Jei. Oh, guckt euch das mal an. Das ist das neue Autohaus. Das ist brandfrisch, aktuell, ganz neu. Dazugekommen. Hier, starte. One Link 90, bitte wiederholen. Warte nur, bis ich dich das nächste Mal. Ja. So, schauen wir uns das mal an hier. Der Mensch. Ja, Visi, du, der Liebste. Schön. Oh, du bist ja hier? Ja, guten Tag. Ja, klar, guten Tag. Ich muss mich nur kurz umziehen, weil so kann ich ja nicht. Das geht nicht. Ja. Ansonsten gerne an meinen Mitarbeiter halten, den Harry Fox da. Der Weihnachtsbaum ist wunderschön. Der steht so richtig perfekt da. Ja. Ach. Ich bin ja gespannt, ob es auch mal in Los Angeles schneit. Ich denke mal. Ach so, okay. Wo ist eigentlich mein Kollege? Der sieht so vermummt aus. Wo ist denn der? Ach, ist er da hinten? Bin ich, ich bin gleich wieder da. Ach ja. Ich hätte heute nicht mehr so viel Zeit, würde ich das auch morgen verlegen. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Guten Tag. Ich wollte mich nochmal vorstellen, Chief of Police, Christian Stahlmann mein Name. Bei verbrecherischen Aktivitäten können Sie sich gerne an mich wenden. Oder bei eventuellen Veranstaltungen, die Sie mal tätigen möchten, mit beispielsweise ein Driftrennen, Highspeed-Rennen etc. pp. Hier können wir das Ganze gestalten. Ja, das ist gut zu wissen. Ja, also wie gesagt, können Sie sich gerne dann an mich wenden. Dann wird es klar gehen. Ich hoffe, wir das sicherlich freuen, diese Aussage, die ich gerade getätigt habe. Ich bitte um Stillschweigen, die Herren, ja? Ja, nee. Ganz genau. Sehr gut. Harry? Nein, Stillschweigen bitte. Nee, das ist mein Mitarbeiter, der muss mir auch. Achso. Ach ja, stimmt, Sie sind ja die Chefin des Ladens. Genau. Ah. Okay. Siehst du aber nicht so aus wie eine Chefin. Weil ich kurz Freizeit unterwegs war. Es tut mir leid. Ach so, die Chefin hat es gar nicht mal nötig zu arbeiten, alles klar. Okay, ich verstehe, Mitarbeiter, der frisch ausgebildet ist. Ach so, ja gut, okay. Das lasse ich durchgehen, ja. Okay. Mit der beste Mitarbeiter. Neben Felix Pirato. Oh, was kommt denn hier? Ah! Ja, perfekt, warum fährst du eigentlich ohne mich? Herr Keen, Sie sehen ja ordentlich aus. Ja, was ist mit dir? Natürlich sehen wir ordentlich aus. Also gerade eben, glaube ich, bist du da hinten aus der Tür raus. Nein, das kann und hattest was ganz komisches an. Nein. Kann ich mal auf die Augen sehen? Ehestreit. Ehestreit, okay. Ja. Okay. Oh, was ist denn das für ein Schmuckstück? Kann ich kurz erfahren, was das ist für ein schönes Fahrzeug? Königsegg Jesko. Jesko, okay, was kostet das Teil? 2,3 Millionen. 2,3 Millionen bloß? Ach, das ist ja nichts weiter. Ah, Wochengehalt, ne? Ja, so ungefähr. Aha. So. Haben Sie auch einen Agera? Nee, den haben wir leider nicht. Na, das ist natürlich schlecht. Aber dafür haben wir den Type R und kannst ihn bitte gerne mal ausstellen. Oh ja, den würde ich gern sehen wollen. 450.000 Euro. Hä? War der nicht günstiger erst vor kurzem? Teurer vielleicht. Was? Ja. Ach ja, stimmt. Ne, war der bei 700.000? Gott, das wurde runtergesetzt. Uff. Eieieiei. Also es könnte sein, dass demnächst ein paar Fahrzeuge günstiger werden. Okay. Was gibt denn da sonst noch so für JDM-Fahrzeuge hier, die man kaufen könnte? Toyota Supra MK5. Aha. Und das war es dann auch schon wieder. Oh. So viel haben wir nicht aktuell. Der GT R35 ist im anderen Autohaus zu kaufen, oder? Ja, aber der fährt absolut scheiße.
Der fährt absolut scheiße. Da muss ich mal mit der Regierung reden, das geht also nicht. Also genau so ein Fahrzeug hatte ich mal als Dienstfahrzeug gehabt. Ja, kenne ich noch. Kenn ich noch. Privatfahrzeug fahren. Und er kippt nicht in der Kurve. Oh, das ist schön. Nee, kippt er nicht mehr um. Nee. Okay, okay, okay. Klar, bezahle ich den, den Königsegg aus der Portokasse. Läuft. Ah ja, schön. Ja, danke fürs Besichtigen, ja und so, ne? Ja, ich werde mir den wahrscheinlich demnächst kaufen. Aber vielleicht erstmal eine Probefahrt machen, oder? Ja, also nicht im Dienst, da. Ich bin gerade noch im Dienst und. Ja, das ist mir natürlich bewusst. Ja, genau, sehr gut. Okay, okay, okay. Ja. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für die kurze Einführung hier dieses Fahrzeuges. Wunderschön. Ja, das ist die Perle in Los Angeles. Schwarze Perle. Na, für Sie, ja, wahrscheinlich. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ja, bleibt sauber, fahrt anständig, nicht zu schnell. Genau. Gerade auch die Dame hier, ja. Ich doch nicht. Ich und Herr Keen, bitte achten Sie auf Ihre Ehefrau, dass sie ordnungsgemäß fährt. Sie sind ein Vorbild. Meine Autos fährt sie nicht. Das ist sehr schön. Deswegen bin ich auch vorne in der McLaren gefahren. Ja. So, na dann, schönen Abend. Auch so. So, was fährt denn hier der Kollege für ein Fahrzeug? Ah ja, einen dicken Benz in Schwarz. Schön. So. Ups. So, jo. Dann Leute. Ihr Lieben, ich werde jetzt ins PD fahren. Den Stream dann langsam beenden. Wenn ihr nochmal extra gegrüßt werden wollt, könnt ihr das dann gleich, sobald ich mein Fahrzeug eingeparkt habe, tun. Genau. So. Sagt Mario, jetzt habe ich den Tesla einmal kurz gefahren. Wie gesagt, das Fahrzeug ist zwar wirklich schnell, allerdings es ist ein Elektroauto. Es ist ein Elektroauto. Meine Güte. So. Dann hören wir an der Stelle auf, wo ich angefangen habe. Nämlich im Chief Büro. Noch mal kurz den Weihnachtsbaum. Hallo Weihnachtsbaum. Setzen wir uns ein. Ja Leute, das Versprechen, Versprechen, das Verbrechen schläft nie. Da hast du verdammt recht, wie sie. Aber die Arbeit schläft auch nie. Das ist der gewisse Unterschied. Hab mit den Ellenbogen vor 3 Wochen und das ist, ja, Prellung tut manchmal mehr weh als ein Bruch beispielsweise. Ja, vor allem gerade die Rippen. ja, also wie gesagt, ich beende für heute den Stream. Der ersten 5M Stream. Bitte grüße mich nicht. Natürlich grüße ich dich dann ganz besonders, Nelly. Liebe Grüße gehen raus an Käsekuchen Nelly. Demnächst bestelle ich einen Käsekuchen bei dir. Sehe, der kommt nicht frisch an. Ja, danke, Nelly, dass du eingeschaltet hast. Ich grüße dich und schlaf schön. Ja, wie gesagt, Olli, vielen Dank auch an dich, dass du zugeschaut hast. Wisi, genauso. Wir hören uns sicherlich demnächst auch mal wieder.
somit ich sagen, wünsche ich euch eine schöne gute Nacht, noch eine angenehme Woche. Vielleicht streame ich die Woche auch nochmal Mittwoch oder Donnerstag. Morgen, wie gesagt, auf keinen Fall. Da ist die Theorie für die Officer dran. Final fertig zu machen. Also dann. Kuchen mit Käsefuß, ja klar. Gute Nacht, schlaf gut. Over and out und bis bald.